schönen guten Abend, Freunde und meine Damen und Herren. Hier sind wir, der Plankenschnack. Wo ist denn Andi? Weiß nicht. Ich wusste das auch nicht, bis ich die Szene gewechselt habe. Na Andi, wie geht's dir so? Alles gut bei dir? Ja, Hi. Messe. Andi lässt grüßen. Danke, Andi. Ja, Andi lässt grüßen. Ihm geht's heute nicht so gut. Er kann leider nicht so viel reden. Ja. Aber er freut sich, hier zu sein. Ich hab ein bisschen blass um die Nase. Ja, es ist auch ein bisschen purpelig. Leicht. Weiß nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Andi hat abgenommen, ja, das stimmt. Das hat Andi. Ja, schönen guten Abend. Hi. Heute geht's runter und drüber, Freunde der Sonne. Ja, wie ihr sehen könnt. Ich bin ein bisschen leise. Ja, das liegt daran, dass ich gerade ein bisschen leise geredet habe. Verzeihung. Schönen guten Abend zur 74. Ausgabe des Plankenschnacks. Heute schon mal live von der Gamescom. Es ist Sonntag. Mann, ist heute viel passiert. Holy Guacamole. Aber wir sind ja nicht umsonst hier. Wir werden euch mal so ein bisschen behind the scenes quasi bildlich ausmalen, was hier eigentlich passiert. Andi sollte eigentlich hier sein, Andi Dev. Der ist ja auch mit Betreuer der Indie Arena Booth aktuell. Und ich weiß nicht, wo er ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, einfach mal rufen. Es ist wie Helga rufen, nur diesmal Andi. Ich hätte mir das Megafon ausleihen sollen. Nun, vielleicht hat er es ja mitgekriegt. Es wird heute etwas chaotisch, rauschend und kratzig. Ja, Leute, hört auf zu weinen, okay? Also ich will heute nicht im Chat lesen, dass irgendwas scheiße ist, okay? Weil wir haben jetzt hier lange genug rumgeschraubt. Also so beschissen kann es gar nicht sein. Ja. Es ist halt nicht wie zu Hause. Hm? Heute ist alles nicht perfekt. Wie zu Hause. Oh, ich glaube... Hey! Verdammte Kacke, es tut mir furchtbar leid. Es war fast pünktlich. Ja? Ja. Ist es schon an? Ja. Nee. Okay. Nein. Ist noch nie. Wir haben extra auf dich gewartet. Das ist ja cool. Ja, ne? Sag mal, Andi, deine Meinung jetzt ganz unter uns zu Twitch. Sag doch mal. So privat. Ja. Unter acht Augen. Hier, möchtest du noch ein paar Iva-Regalstifte? Nee. Okay. Wofür? Weiß ich auch nicht. Ich weiß noch nicht mal mehr, warum ich die in der Hand habe. So. Was hast du denn jetzt schon wieder getrieben? Ich habe gerade Dinge getrieben, wie zu gucken, wie wir zwei Getränkesponsoren, die sich kollidieren, nicht in Kollision bekommen. Jetzt das ist noch nicht live, ne? Nee. Okay. Nein. Jetzt hört überhaupt gar keiner zu. Absolut nicht. Quatsch, nein. Warte mal, ich gucke mal nach, dann sehe ich auch einen Chat. Nee. Soll ich dir mal eine lustige Geschichte erzählen? Weißt du, was Worst Case ist für jemanden, der so einen Boost managt? Wo dass das Handy kaputt geht. Ist dein Handy kaputt gegangen? Ja, mein Handy ist kaputt. Mein Handy ist im Arsch. Ich musste das mir ist nicht dein Ernst. Doch, ich habe jetzt rausgefunden. Hauptsache, du zeigst auf die Monitore. Wir können die eh nicht sehen. Es gibt einen, Es gibt einen virtuellen. Tut mir leid, ich bin völlig im Gamescom-Modus. Ich bin schon durch. Ich wusste nicht, dass es beim iPhone so einen digitalen Home-Button gibt. Mein Home-Button ist kaputt. Was meinst du, was das beschissen ist? Ich kann kaum arbeiten. Ja, so, jetzt versuche ich hier mal in dieses... wo sind wir? Bei Twitch, oder? Nee, wir sind heute auf Mixer Live. Wir sind heute bei Mixer Live. Ja. So, Mixer! Dann guckt ja keiner zu. Mixer! Sorry. Ich wollte niemanden beleidigen. Oh, hier wurde gleich Zero-Toleranz ja jemand rausgeschmissen. Lass mich raten, dein Mikrofon war schlecht eingestellt. Das werden wir sehr oft noch hören, glaube ich, die nächsten paar Tage. Alter, wir sind ja hier voll auf dem Bild. Ja. Wir sind Breitbild. Ja, wir haben mehr Fläche gekriegt, weil wir ja zu zweit hier sitzen für eine halbe Stunde. Ach so, ich dachte, das liegt an dieser wunderbaren Couch, die wir bekommen haben. Die ist wirklich toll. Ja, ich bin vor allem klebig schon. Ich möchte kurz sagen, dass wir diese Couch nicht bestellt haben. Sie stand da nicht? Schon, oder was? Nein, nee, habt ihr eine andere bestellt? Wir haben eine andere bestellt und dann packst du aus und sagst, oh, nee. Die ist leider kleiner und sie hat eine Kackfarbe. Das ist ja doof. Ich finde aber, die passt sehr gut hier rein, muss ich sagen. Ach, ich finde das Beige ganz gut. Was wolltest du denn für eine Farbe? Hm? Was wolltest du denn? Nee, schwarz wäre jetzt so hart. Ich finde das...
Beige sieht doch ganz gut aus. Nein, Sternrose, wir haben die nicht geklaut. Gut, wer klaut denn Sofas? Jetzt ist es so. Ey, wer klaut denn Sofas? Wer klaut denn Razer-Headsets? Drei Stück heute Nacht, ja? Also wer klaut verfickte Razer? Oh, wir sind nicht live. Ey, tut mir leid, ich bin total im Gamescom-Modus. Bei mir geht einfach gar nichts mehr. Gehirnmäßig springe ich auch nur noch. Deswegen weiß ich auch nicht, warum ich IVA-Regalstifte in der Hand habe. Übrigens, Dankeschön, Razer, dass ihr die Indie-Arena-Booth sponsort. Andi, es ist nichts geklaut worden. Es ist nicht. Mo, wenn du zum Mediamarkt morgen fährst, kannst du mal drei Razer-Headsets mitbringen. In grün. Alles da, ist nichts passiert. Nun, die Frage ist, wie waren denn so die letzten zwei Wochen? Wenn wir, ich glaube, wir müssen Andi als letztes nehmen, weil sonst ist die Zeit gleich aufgebraucht. Ich weiß leider auch nicht, was die letzten zwei Wochen waren. Echt? Nee, macht ihr mal. Ich lese mal so lange. Slappy haben wir, glaube ich, schon lange nicht mehr gehört, oder? Also ich habe gefühlt Slappy und Sali schon lange nicht mehr gesprochen. Also ihr beide, fangt mal an. Was habt ihr die letzten zwei Wochen getrieben? Möchtest du Slappy? Ja, ich habe gearbeitet und WoW gespielt. Das war's. Viel mehr brauche ich nicht zu sagen. WoW. Ja. So, aha. Mhm. Sag mal, kommst du zur Gamescom, Slappy? Nein. Weil du WoW spielen musst? Nein. Sorry. Der war gar nicht so schlecht. Außer hast du mal einen guten gemacht. Ja, der war vorbereitet. Ich werd streamen nächste Woche. Was? Was? Habe ich mich gerade verhört? Weißt du noch, wie das geht? Guck mal, wie süß Andi gleich so, oh, was denn? Und wir so, was? Du machst den Stream wieder an? Ja, da die Twitch-Notifications nicht immer total zuverlässig sind, denke ich halt, ich krieg einfach nicht mit, wenn er streamt. Ja, tust du auch nicht. Nee, Slappy streamt immer so richtig schön undercover, ninja-mäßig. Ja. Meistens nachts um 3. Genau. Aber nur kurz. Darf ich mal ganz kurz, bevor wir weitermachen, ist mir eine Frage echt wichtig, weil das ist ja, das Setup steht ja jetzt zum ersten Mal. Ihr habt das ja schon wahrscheinlich als Intro gemacht. Aber wie ist denn die Quali so draußen? Ich kann das hier auf dem Handy nicht so gut sehen und mein Display macht auch Macken. Nein, ich glaube, Mikrofon ist nicht so gut. Ja. Das Mikro ist nicht so gut. Ja. Aber das ist nur im Teamspeak so. Okay. Weil wir sind ja im Teamspeak. Im Stream klingt alles kristallklar. Keine Sorge. Echt jetzt? Ja. Es ist nur im Teamspeak, weil ich musste ja vorhin improvisieren. Ich kenne den Teamspeak, die sind da hinten. Ich kann da kurz hingehen und kann ihm sagen, der soll mal kurz hier sein. Nee, das liegt an dem Kabel, weil ich musste ja ein extra Kabel legen dafür, damit die sich nicht doppelt hören. Und das Kabel ist nicht so der Kracher. Also im Stream selber morgen... Muss Mo noch ein Kabel kaufen für morgen? Nee. Mo, du musst noch ein Kabel kaufen für morgen. Schreib mal auf die Liste. Merk schon, Mo ist der Mann für alles. Ja, nee, Mo ist tatsächlich unser Runner. Also Mo ist ab morgen quasi primär mit dem Auto unterwegs, pest durch Köln und holt all das Zeug, was ich vergessen habe aufzuschreiben. Nein, es sind nicht die Mikrofone, Leute. Es ist wirklich dieses eine Kabel, diese Verbindung. Und glaubt mir, das, was ihr gerade hört, ist noch das Beste. Ihr wolltet die Vorbereitung nicht mitkriegen. Nein, wolltet ihr nicht. Wie geht das denn noch hin? Es ist nur im Teamspeak. Du klingst im Stream, ist das kristallklar. Das muss ich mir anhören. Nein! Das wirst du doch darüber nicht hören. Nicht mal in deinem eigenen, wenn der Dienstag losgeht. Im Stream, wenn großartig. Der losgeht am Dienstag, in dem eigenen von der Indie Arena Booth, da klingt das gut. Cool, wir haben Stream. Entschuldigung. Und Sali, was hast du so die letzten zwei Wochen? Finde ich gut. Ich habe mit Sims 4 wieder angefangen, da das Tier-Add-on für PlayStation erschienen ist. Habe Yonder wieder angefangen und seit, ich habe die letzten 3 Tage fast über 30 Stunden gestreamt. Ich habe Graveyard Keeper. Mach mal aus, mach mal an. Alles gut? Was macht er denn jetzt? Jetzt geht er. Schiffen. Ja, nee, red mal ruhig weiter. Hört sich das an? Mal. Okay. Voll profimäßig. Wir ignorieren das mal. Graveyard Keeper, das ist gerade meine Nummer 1. Geil. Das ist. Ach, das muss ich die ganze Zeit spielen. Ich sehe es ist mega und es gefällt mir sogar einen Ticken besser als Stardew Valley. Du hast gesagt. Ja, ich hab's gesagt. Ich gebe es zu. Es ist großartig. Und man denkt so, ja, jetzt hast du das. Und man hat so ein bisschen Angst, dass es vielleicht schon in Richtung Endcontent geht. Ach, doch lange nicht. Okay. Krass. Oh, wow. Das ist. Wie sieht denn das jetzt im Stream aus? Sieht das besser aus?
Ja, das sieht ja, jetzt ist wenigstens mal hell, das finde ich gut. Ja, also wir haben meine halt... Meine Augen. Wir haben halt... Das Ding ist, dass ihr in Apir ungefähr 30% heller seid, als wie ihr wirklich im Stream hell seid. Wenn ich mir das nämlich anschaue im Stream, wirkt ihr gar nicht so hell. Jetzt ist es gut. Das wirkt jetzt so, als würdet ihr aus dem Himmel höchstpersönlich zu uns hinabstreamen. Ist jetzt wieder zu hell? Nein, im Stream sieht es super aus. Ja, ist gut jetzt, oder? In Apir ist es zu hell, aber im Stream sieht es wirklich gut aus. Ich würde es so lassen. Aha, sehr gut, Leute. Du musst dich hinlegen und mir den Finger so reichen. Hä? Was? Wie in dem Michelangelo, oder? Ach so, so. Nee, Dizzy nach muss unten, das. Nach unten, nach unten. Dizzy nach was? Unten. Was? Ach so, ich hab echt gedacht, ich verstehe das jetzt nicht. Welchen Finger denn? So? Was? Was wir noch dazu sagen können für den Chat ist, die beiden können uns nicht sehen. Nee, wir sehen halt, doch, also im Stream verzögert. Ja, ja, verzögert. Also. Aber wir können sie sehen, sie können hast uns nicht sehen. Hast du die Haare sehen. Anders? Ich ja. Ach so, ja. Oh Gott, das wird ja... Das war ein Superstream heute. Ich habe mir heute ein großes Headset aufgesetzt, damit ich euch besser verstehen kann. Ja, es geht leider nicht besser, ohne dass das komisch klingt. Tut mir leid. Macht nichts. Aber dafür ist es im Indie-Arena-Booth. Da klingt super. Dizzy, was hast du denn die letzten zwei Wochen gemacht? Oh Gott, wenn ich jetzt anfange, dann sind wir morgen noch nicht fertig. Ich war mit Wohnmobil unterwegs. Ich war mit einem Wohnmobil in Deutschland unterwegs. Und ich sage euch eins, das ist richtig gut gewesen. Das war Weltklasse. Weißt du, was du da hörst? Tacker. Ja, die tackern gerade an diese Wand hinter der Kamera. Ja. Jetzt ungefähr 20, 30 Bilder. Das kann ein bisschen dauern. Ja, ist okay. Geht aber. Man hört es kaum. Okay, alles gut. Ja, ich war auf IRL-Tour mit Sascha im Wohnwagen. Das war sehr, sehr gut, muss ich sagen. Das hat mir durchaus gut gefallen. Dann war ich 3 Tage in der Tat zu Hause und dann hat Andi mich gefragt, ob ich... hierher kommen will und das hier fertig mache. Echt? Das war erst vor 3 Tagen? Gefühlt, ja. Die Zeit verfliegt. Unfassbar. Gefühlt. Und dann kommst du hier an, landest am Flughafen und weißt nicht mal, wo du hin musst. Köln-Messe, ja? Und versuchst anzurufen. Überall sind Gamescom-Schilder. Ja, natürlich. Ohne Ticket, ohne alles. Ach, du Heulsoße. Gleich er fängt und an zu erzählen, er hätte heute nichts zu essen bekommen. Sorry. Das? Ah, ja, 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 ja. Davon fangen wir jetzt gar nicht an. Ich habe eben gerade meine erste Mahlzeit gekriegt. Ja. Ja, gut, wir hatten zwischendurch ein Brötchen. Okay, das stimmt. Möchtest du noch ein Eis? Könnt ihr das nachher machen? Ist das ein Flutschfinger eigentlich? Nee, das ist ein Capri. So ähnlich. Ja, Wassereis, ja. Ne? Ja. Ja, schon lecker. Im Kühlschrank, wenn das nicht verflüssigt ist. Oh, dann müssen wir... Oh, ja. Eis im Kühlschrank, das ist eine sehr schlaue Idee. Naja, denkst du, wir haben hier eine Kühltruhe? Also, ganz ehrlich, es ist ja das erste Mal, dass ich eine Messe vor dem Start mitkriege, ne? Das ist doch normal, was hier gerade läuft. Wir sind gut dabei, sei froh, dass du letztes Jahr nicht da warst. Also, standen hier einige Wände noch nicht um die Zeit. Ja. Ihr wolltet es, glaube ich, nicht mitkriegen. Das ist. Hast du mal in einer anderen Halle? Ja, ich war heute in 3 Hallen drin. Und? Genauso scheiße. Ja. Also, ich möchte nur damit das Verhältnis klar ist, ne? Ja, also. Dieses Jahr läuft es echt verhältnismäßig gut hier, ja. Letztes Jahr haben wir quasi, der Olli weiß ich, hat letztes Jahr. Also, morgen früh kommen hier die Entwickler. Bis dahin muss hier alles eigentlich so weit stehen, dass wir unseren Kram im Griff haben. Weil dann kommen hier 88 Leute und die sind alle, also die 88 Firmen, so, die kommen ja zum Teil zu 2, zu 3, zu 4 und jeder ist natürlich der festen Überzeugung, dass er diesen gesamten Stand gekauft hat und wir als Standpersonal ihnen komplett 100% zur Verfügung stehen. Ja. Das heißt, das wird dieser Heuschreckenhaufen sein, der, oh, die sind noch okay. Chat, also seid nicht böse, aber wir essen jetzt ein Wassereis. Meine Tochter hat selber Eis gemacht. Meine Tochter hat heute mit meiner Frau, ist sie vorbeigekommen, ganz spontan, und hat uns gepackt. Eis gebracht. Ja. War ich auch geil. Es schmeckt auch alles besser auf einer Messe. Ja. Das ist echt absolut. So. Ja, aber du schätzt es halt total. Ja. So dieses Eis. Ein Eis.
Ich hab vorhin eine Fanta getrunken. Oh, jetzt sind sie weg. Jetzt hat jemand das Kabel durchgeschnitten. Nein, warte. Oh nein, oh, das sind sie doch. Jetzt sind sie wieder da. Also das Kabel läuft Gott sei Dank vor den Tackern lang. Christine! Guck mal, wie schön Dizzy sich nicht bewegen kann. Wir streamen ja gerade live, glaube ich, auf diesem Mixer. Im ja. Mixer. Okay, wow. Ich hab. Ist nichts passiert? Sind wir wieder okay? Ja, ja, alles gut. Okay, super. Instant 400 Leute ausgeschaltet. was wollte ich jetzt sagen? Die Fanta, die war super fruchtig vorhin. Das schmeckt alles besser hier. Ja? Ist wirklich so. Und vor allen Dingen, warte mal ab, wenn du nach 3 Tagen Messer ein warmes Essen bekommst. Das ist wie, wie soll ich sagen, das ist wie wenn Stefan kocht. Hat er heute, es war sehr lecker. Was gab's denn? Es gab asiatische Gemüsepfanne mit Glasnudeln. Ein Tähnchenfleisch. Boah, Scheiße. Frischen Pilze, frische Paprika. Du hast den ganzen Tag nicht gegessen und dann fragst du noch Essen. Hey, Marc, ich habe gerade eine 40 cm Pizza weggeballert. Ach so, die war schon da? Ja, die habe ich schon weggegessen. Boah, 10 Minuten vorm Stream. Wow. Wir haben damit heute unseren sieht auch besser aus jetzt als vorhin davor. Ich meine, du hast auch bessere Laune jetzt, finde ich. Entschuldigung. Stimmt ja auch. Ja, nee, es ist aber normal. Meine Tochter ist zum Beispiel absolut unerträglich, wenn die nichts gegessen hat. Also es ist wirklich wie in dieser Werbung, ja? Also die kommt manchmal raus, ist total schlecht, und sagt, oh, ey, iss bitte was und dann red mit uns. Ich meine, was willst du machen? Wann sind wir los heute? Um 6. Wir sind um 6 los und haben bis 20 Uhr nichts gegessen. Was erwartest du da? Happy Birthday, oder? Und dann kommst du auf die Messe und denkst dir, geil, kannst du Frühstück essen. Andi hat ja gesagt, wir kümmern uns um dich. Und dann kommst du hierher und wartest erstmal 4 Stunden auf... Wow, ist es spät, ich muss los. Und dann kommst du doch an und sagst, oh, du, Dizzy, wir gehen heute Abend richtig schön essen. Ne? Ich sag, Andi, ja, aber wir haben Plankenschnack heute noch. Ach so, ja, stimmt, da war ja was. Ich komm dann eine halbe Stunde vorbei und dann hau ich wieder ab. Wow. Ja, also es ist natürlich wirklich so... Ihr müsst euch ja so vorstellen, also dieser Stand ist 1024 Quadratmeter. Hier sind 120 Monitore, 110 PCs und 120-3 Headsets verbaut. Peripheriegeräte verbaut. Das ist logistisch einfach der Oberhammer. Wir bauen alles selber. Wir haben ja keinen Standbauer. Ja? Also der Sven baut hier den Stand mit dem Cliff und dem Fabio und mir zusammen. Das heißt, wir sind hier seit Montag und bauen hier halt. Ja, und manche Sachen funktionieren gut, da ist man schneller, und manche Sachen funktionieren halt nicht gut. Und ich bin so der, keine Ahnung, ich sage immer, wenn ich mich vorstelle, sage ich nur, ich bin der, Kreissäge, Sündenbock. Und gleichzeitig halt der Springer, ne? Ich mache halt den Scheiß, den ich möglichst weghalten kann von anderen. Und das ergibt aber, dass man verantwortlich ist, durch die Gegend springt, alle 2 Minuten, du kommst keine 2 Meter weit, ohne dass sich jemand fragt. Und da gehen halt Sachen auch unter. Ja. Deshalb wurde gerade im Chat angesprochen. Sali, erzähl mal noch mal zu Ende, wie du in den letzten 2 Wochen warst. Kein Problem, ich bin tief entspannt. Tut mir so leid. Nö, ist alles gut. Soll ich noch mal da anfangen, wo ich das erste Mal, also das mit den 2 Wochen, oder soll ich das mit dem Essen noch mal? Das mit dem... Ich weiß noch nicht genau, wo. Am besten einfach noch mal... Sali, wie waren denn deine letzten 2 Wochen? Komm, wir fangen einfach nochmal neu an. Ich mach nochmal das Intro an. So, hallo. Hier sind wir wieder. Wie wir halt schon wieder gerade versucht haben, Sali reden zu lassen und du einfach wieder reingequasselt hast. Ne? Weil ich bin sofort wieder da. Mikro ist aus. Jetzt hast du auf jeden Fall Zeit. Hat er gerade gesagt, Mikro ist aus? Mikro ist aus, ja. Kannst du das, nimmst du mal? Danke. Das ist lieb von dir. Was? Ich? Da war was dran, es tut mir leid. Okay, Sali, wie waren denn deine letzten 2 Wochen? Mein Gott, ey. Wie waren denn die 2 Wochen vor den letzten 2 Wochen? Weil über die letzten 2 Wochen hast du ja schon geredet. Habe ich eigentlich schon. Hatte ich eigentlich erzählt. Ich habe Graveyard Keeper jetzt zum Schluss 3 Tage lang durchgesuchtet. Gestern bis 2 Uhr nachts. Aber hast du auch später angefangen gestern, ne? Ja, gestern habe ich spät angefangen, aber die letzten 3 Tage habe ich über 30 Stunden runtergerissen, nur mit diesem Spiel. Das sieht aber auch süß aus, dieses Spiel. Es ist mega. Ist das eigentlich auch in der Indie-Arena? Graveyard Keeper? Das kommt auch aus Deutschland, habe ich gehört.
Nee. Das sind die Entwickler von Punch Club. Nee. Ach so. Stimmt, genau. Sind das keine Deutschen? Ich glaube nicht. Ach so, okay. Dachte. Punch Club. Nee, die sind aber nicht hier. Ach so. Also habe ich gerade aus erster Hand gekriegt von der Regie. Ach nee, heute ist ja Regie gar nicht Regie. Ich den hätte ich den hätte ich den Hof gemacht. Also das Spiel ist großartig und ich bin ja sehr, sehr, sehr verliebt. Und zum Essen, ja, wir haben heute unseren, wir haben jetzt zwei Katzensitter. Vorher hat ja schon, ich hatte Schwierigkeiten mit Katzensitter wegen Gamescom. Und mit dem feinen Essen haben wir heute einen unserer Katzensitter verköstigt und um den Finger gewickelt. So, und jetzt teilen die beiden sich, also meine Eltern und unser wunderbarer Katzensitter, teilen sich jetzt die Aufgabe. Wo ich heilfroh bin, ansonsten wäre die Gamescom ausgefallen. Wäre ich auf, was macht der da jetzt? Ich weiß es nicht. Mit dem Laptop. Guckt ihr jetzt Filme, Netflix oder was? Ich darf ja nicht reden, da muss ich mich beschäftigen. Nee, sorry, ich muss kurz zwei E-Mails beantworten. Ist alles gut, ich bin wieder da. Ihr seht. Ist das wieder Blankenschlag? Gamescom ist stressig im Vorfeld. Kannst du mal den Leuten erklären, was der Gamescom-Modus ist? Vielleicht hat der ein oder andere das noch nicht verstanden. Aber könntest du den Leuten das ganz kurz mal erklären, was der Gamescom-Modus ist? Man gibt sich dem Chaos hin. Es funktionieren Dinge nicht. Ja. Mhm. Und ein paar Dinge muss man dann klären. Mhm. Ja, also wo du wirklich reinspringen musst und dann auch ganz aktiv, kreativ nachdenken musst, wie du das Problem jetzt sofort löst. Und dann gibt es Sachen, wo du einfach weißt, die laufen gerade total scheiße. Ja, wie die Müllsäcke, die da kleben. Oder der Plankenschnack. Also, ja, und die laufen einfach nicht gut. Und dann musst du einfach sagen, da gebe ich mich hin. Das Universum wird es irgendwie richten. Heute Abend werde ich im Bett liegen und lächeln und denken, es war ein schöner Tag. Konnichiwa. Ja. Ja, es tut auch leid. Aber es gibt so Sachen, die können gerade tatsächlich immer nicht warten. Das ist ganz merkwürdig. Ist abgefahren, dass du überhaupt hier sitzt. Ich hätte nicht gedacht, dass du kommst. Ja, ich war auch. Ich muss auch zugeben, ich. das ist tatsächlich, also jetzt in dieser Phase, wir sind heute wirklich in der absoluten Hochstressphase. Ne? Also muss man ganz klar sagen, wir erreichen jetzt so den Peak. Morgen werden wir vormittags von den Devs überfallen, dann wird sich das gegen Nachmittag irgendwann einspielen so und dann ist abends steht hoffentlich der Stand hier und dann trinken wir uns ein Bierchen und dann ist cool. Aber jetzt gerade erreichen wir den absoluten Oberpeak und das heißt halt, du musst halt da sein. Also du kannst jetzt nicht irgendwie das Handy ausmachen oder so, das geht halt. Wie lange bist du heute noch hier? Fertig ist. Was machst du für eine Schätzung? Also, wir haben eben gerade, ich sehe gerade, dass Sven und das Bauteam sehr gut vorkommt. Die gucken gerade super genervt, weil hier viele Leute, das ist halt auch super ätzend. Ja, wir haben Volunteers, die helfen, aber es gibt halt Aufgaben, die kann jetzt nicht jeder machen. Ja, also du kannst nicht jeder eine Kreissäge lassen. Ja, das ist, also kannst du schon, aber dann brauchst du noch mehr Volunteers. Vielleicht baust du dir nach den Teilen zusammen, die übrig bleiben. Also, es gibt einfach bestimmte Sachen, die kannst du auch baurechtlich, also das ist ja auch eine sicherheitsrechtliche Frage, kannst du halt nicht machen lassen. Ja. Also, das heißt, es gibt halt hier so ein Team von 5, 6 Leuten, die halt hier bauen können. Ich habe gerade geguckt, was die machen. Wir haben jetzt halt noch 2 Großaufgaben, die wir so machen müssen. Die wollen wir heute auf jeden Fall schaffen. Mein Gefühl ist, also wir gehen gleich teammäßig essen. Das ist deswegen so wichtig, weil jetzt alle eingetroffen sind, die halt diesen Stand die nächsten 2 Wochen betreuen müssen und werden. Und es müssen alle mal auf einen Stand gebracht werden, wir müssen ein bisschen absprechen. Das heißt, deswegen gehen wir gleich tatsächlich essen, lassen hier alles stehen und liegen, sind ein Stündchen weg und danach geht es halt hier weiter. Und meine Schätzung wäre, dass wir mindestens bis 1, 2, 3 Uhr hier bestimmt noch am Werkeln sind, weil es geht dann auch nicht mehr so schnell. Und es muss ja auch, deswegen lache ich auch die ganze Zeit hysterisch, ja, es muss ja auch Spaß machen. Also wenn das jetzt nur Druck wäre, dann geht's ja kaputt. Und daher, das ist auch ein Teil des Gamestrom-Modus, einfach die Sachen zu nehmen, wie sie kommen und das auch ein bisschen dann lustig zu nehmen. Und dass da jetzt 80 Euro Plastiktüten in der Scheißwand hängen, da kann ich jetzt eh nichts vielleicht mehr machen. Vielleicht magst du den einen oder anderen das erklären mit den Plastiktüten. Ich glaub, also, ach nee, zeigen bitte nicht. Nee, wir drehen die Kamera jetzt nicht. Also nee. Hier rechts neben uns sind bis zum Boden Fenster, Plexiglas eingelassen. Diese Fenster haben Sven und ich vor 2, 3 Tagen gebaut und der Raum musste noch gestrichen werden. Das sind neue Wände, die haben wir gebaut gehabt. Und damit die Volunteers das hier streichen können, haben wir ihnen gesagt, nehmt mal Mülltüten und klebt die mal so ab, damit das Plexiglas halt in Ordnung bleibt. Jetzt starre ich hier gerade auf abgeklebte Dinge und da steht Restmüll drauf. Das sind offizielle Tüten der Gamescom. Die kauft man,
inklusive Entsorgung, damit man die hier hinstellen kann. Eine Tüte kostet 11 Euro. Hier hängen 80 Euro Tüten im Fenster. So, und du kommst halt, du machst halt einen Scheiß, du sagst Leuten, die sie machen sollen, dann gehst du hier in den Streamingraum, guckst da hin, schüttelst mit dem Kopf und denkst so, ich hätte auch teures Sicherheitsglas kaufen können, das wäre genauso teuer gewesen. Du hättest auch 5-Euro-Scheine aneinander kleben können und das Fenster damit ja zukleben. Also das ist dann schon ziemlich ätzend so. Aber da kann man eine schöne Geschichte erzählen. Der Dayu hat vorhin einen, Dayu ist der Showrunner hier, der sich um das Operative ab morgen so richtig kümmern wird, damit ich mich um andere Dinge kümmern kann. Der Dayu sagte einen sehr schönen Spruch, den muss ich mal weitergeben. Und zwar, Freundlichkeit ist ein Bumerang. Wir sind nämlich hier so der Sympathiestand in der Halle. Und der Uwe, ich nenne ihn jetzt mal namentlich, der Uwe kümmert sich hier um die gesamte Logistik, es wird sauber gemacht, jeder hat die Mülltonnen, die er braucht. Und der Uwe hat das gesehen und kam zu mir und sagte, hahaha, ihr Idioten, ihr habt 80 Euro in dem Fenster gelegt. So, hahaha, das weiß ich auch. ist scheiße. Wir haben halt mit Freiwilligen gearbeitet, die waren entweder nicht gut gebrieft oder haben halt nicht richtig nachgedacht, ist halt Mist. Und dann kam Uwe, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann, ich erzähle es einfach, das ist einfach eine schöne Geschichte. Und dann kam Uwes Kollegin vorhin vorbei und drückte uns unter der Hand halt eine Rolle Müllbeutel in die Hand und sagte, erzähl's keinem. Ja, ich glaube, das ist schon völlig okay hier. Erzähl's keinem. Wir sind noch nicht live, Andi. Ja, das habt ihr gesagt. Wir reden nur zu viert. Ja, nur zu viert. Ich habe eine schöne Frage. Hast du vielleicht noch das Bild der nächsten Xbox irgendwie in so einer Zeitung schon, was du uns zeigen kannst? Naja, ich glaube, die Müllsäcke sind wirklich nicht Teil des großen NDAs. Wir haben eine Sache hier, das ist zum Beispiel auch was mich sehr nervös macht und sehr viel Zeit und Arbeit kostet. Und dann auch zu der Frage, wie lange machen wir noch? Es gibt eine Sache, die wir fertig machen müssen und die können wir erst fertig machen, wenn wir alle Volunteers und alle Leute vom Stand runter haben, weil am Dienstag eine Ankündigung passieren wird und erst dann wir müssen es verhüllen bis dahin. Wir haben es noch nicht fertig gebaut, also das Ding steht nur im Rohbau da und das ganze Branding, also die ganzen Artworks und so weiter sind im LKW weggeschlossen, die kennen nur der Sven und ich bisher, das kennen nur 5 Leute überhaupt, dieses ganze Thema. Und da sind wir unter krassem NDA, das machen wir zum allerersten Mal hier am Stand. Normalerweise ist alles Indie, alles easy peasy. Das ist eine Nummer, die ist halt jetzt eine Nummer drüber und das ist logistisch halt so. Das bauen wir halt erst, wenn hier Ruhe einkehrt. Und dann müssen wir es mit Molton abkleben und hoffen, dass es keiner entdeckt und keiner Fotos macht, weil dann müssen wir mindestens, ich glaube, ach, ist auch Teil des NDAs, eine sehr große Summe Geld an jemanden bezahlen. Eine so große Summe, dass wir alle pleite werden danach. Ja, war eine kurze Erfahrung. Ja, als, cool, aber wir haben gute Kameras gekauft. Ich nehme die gerne. Ja, die, also kannst du vom Insolvenzverwalter kaufen. Ja, das wäre gerne, wenn es die da denn günstig gibt. So, zu einer Frage im Chat und die interessiert einige. Was passiert mit den Sachen, mit der Deko und dem Aufbau nach der Gamescom? Das finde ich eine sehr gute Frage und die beantworte ich mit totalem Stolz. Ja, du erzählst für deine Seite. Okay? Ja, erzähl. Also, der Indie Arena Booth war schon, hier stehen Bauteile, die es seit 6 Jahren gibt. Wir bauen komplett ab und nehmen alles wieder mit ins Lager und erweitern den Stand so jedes Jahr. Aber damit sind wir auf der Messe so ziemlich der einzige Stand, der das macht. Oha! Der Indie. Ja, aber es ist halt, man muss dazu sagen, wir haben die zusätzliche Herausforderung, dass wir 36 Stunden am Samstag, jetzt haben sie auch noch 2 Stunden länger aufgemacht, das finden wir total toll. Also das mögen Kunden ganz super finden, dass sie noch 2 Stunden länger hängen können. Für uns heißt das, wir machen 2 Stunden länger Betrieb und können dann erst anfangen abzubauen. Und wir müssen Sonntagnacht um 24 Uhr komplett den Stand ohne Müll, ohne sonst was verlassen haben. Was für uns bei 1724 Quadratmetern plus wir fahren hier nicht mit dem Gabelstapler durch und fahren alles kaputt und schmeißen das weg, für uns eine logistische, krasse Nummer ist. Genau, aber wir versuchen total nachhaltig zu bauen. Aber ich weiß, dass wir mindestens hier in der Halle die Einzigen sind. Was du nach der Gamescom hier siehst, was an Müll hier rausgetragen wird oder an Sachen, da wird, also mir wird da schlecht. Ich finde es furchtbar. Finde ich gut. Also finde ich gut, dass ihr zurückbaut. Wollt ihr beiden vielleicht mal kurz eine Einleitung geben in das, was ihr überhaupt da macht? Was ist der Indie Arena Booth? Und was ist die Gamescom? Was ist Köln? Also was ist Köln, beantworte ich nicht, weil ich habe heute schon wieder keinen guten Tag mit Köln. Darauf wollte ich hinaus, danke. Ich habe keinen guten Tag mit Köln heute, nee. Nee, habe ich nicht. Also 12 Minuten auf dem Taxi warten, fand ich schon echt frech. Am Flughafen? Nee. Achso. Generell finde ich schon sehr frech.
Und nicht einkaufen gehen, finde ich noch viel frecher, wenn ich einen Bärenhunger habe. Und du aus einer Stadt kommst, wo alle 5 Meter eine Dönerbude ist, ne? Ist schon frech. Oder eine Ampel, die 6 Minuten auf Rot steht, in der prallen Sonne, finde ich auch frech. Aber hey, ist schön hier. Kurtaxe, na, die muss ich ja heute dieses Jahr nicht bezahlen. Okay, Kurtaxe ist echt so ein unfassbares Unding in Köln. Ich habe aber, ich weiß gar nicht, wo wir sind, in welchem Stadtteil, wo wir schlafen. Sollten wir auch nicht sagen übrigens. Ist schon wieder, ist auch nicht besser als letztes Jahr gefühlt. Wart ihr jetzt schon mal da? Nee. Ja, klar. Echt, ihr wart schon da? Ja, sicher, ich war schon duschen. Wie geil. Ja. Und wie ist es da? Sponsor bei Discord. Wow, danke. Ich bin, damit haben wir unsere Sponsorenpflicht erledigt. Sehr gut, sehr gut. Als wäre es abgesprochen gewesen. Nee, ist aber schick, ehrlich. Ja, ist gut. Ja. Wirklich jetzt? Also, pass auf. Köln, okay, ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, wo die Gamescom stattfindet. Gamescom, größte Consumer-Games-Messe der Welt. Deswegen so besonders, weil sie... Will der die Tür wieder mit rausreißen, oder was? Also, ich glaube nicht, dass wir zu laut sind. Nee. Der Tacker ist lauter. Wer hat denn gerade die Tür zugemacht? War es Sven? Sven, ja. Dann ist Sven im Sauermodus. Ja? Oder er wollte uns nicht stören, das kann auch sein. Entweder ist er super sauer. Oder beides. Oder beides. Also, Gamescom ist deswegen ein bisschen besonders, weil sie zweigeteilt ist. Und zwar gibt es einen Business-Teil, der startet am Dienstag. Das heißt, hier landen lauter, hier werden ganz viele Deals gemacht. Das ist zeitpunktmäßig für die Games-Branche deswegen so spannend, weil das jetzt die Vorbereitungen für die Weihnachtsverkäufe sind, wenn man so will. Auch wenn, ne, früher war das mit dem Handel, ne, mit Mediamarkt und sonst, ne, liefen hier halt die großen Deals. Das ist heutzutage natürlich durch digitalen Vertrieb ein bisschen anders geworden. Nichtsdestotrotz trifft sich die Branche jetzt. Seit heute ist die DevCom, also so eine Developer-Conference, die ist hier vorne, da schleichen wir uns immer rein und klauen uns Sachen. Ich gehe außen rum. Ist Razer da zufällig auch stationiert? Meinst du, die haben unsere Headsets? Frag mal nach. Genau, also hier passiert ganz viel Business drumherum und ab Mittwoch ist die dann für Consumer offen, die Messe. So, das macht die so ein bisschen besonders und sie hat halt, sind halt sehr, sehr viele Leute da. Hier finden jetzt nicht die Riesenankündigungen statt, wobei ich schon weiß, dass dieses Jahr auf der Pressekonferenz am Dienstag tatsächlich auch ein paar Neuankündigungen stattfinden. Ich glaube, so viel darf man sagen. Hier ja auch, nicht? Das Mikro ist wieder so schlecht. Genau, und ansonsten, was Nils hier macht, ist, wir waren in Berlin irgendwie Abendessen und dann war Nils auf einmal hier und hat das Studio gebaut. So, also dazwischen haben wir uns Videonachrichten geschickt. So, das ist... Genau, also wir haben halt letztes Jahr experimentell so ein bisschen auch sehr kurzärmlich, ihr wart ja alle da, also Sali war da und Sleepy war da, wir haben uns ja da kennengelernt quasi. Yep. Da haben wir das Streaming-Studio hier betrieben und das lief so cool und es hatten so viele Leute Spaß dran, die Entwickler hatten Spaß daran, wir hatten Spaß daran, die Streamer hatten Spaß, dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt nochmal und machen einfach das noch ein bisschen professioneller. Und dann dafür braucht man natürlich professionelle Hilfe von der Seite und noch viel professionellere Hilfe von hinter der Kamera. Sie winkt gerade von der lieben Sophie, die nämlich das gesamte Programm jetzt zusammengestellt hat, die Leute angeschrieben hat, die Devs angeschrieben hat, geguckt, dass das geil ist, geguckt, dass wir ein cooles Intro haben und so weiter und so weiter. Dass wir gut aufgestellt sind, weil es ist so gut angekommen, dass selbst Twitch sagt, oh, wir nehmen euch auf die Startseite. Wir haben sogar eine coole Relation, ich weiß gar nicht, ob wir das sogar schon gesagt haben. Ein paar Devs gehen irgendwie in den Twitch-Stream. Das ist also irgendwie, und wir machen gerne Sachen, die dann Spaß machen. So, und der Indie Arena Boost ist der größte der größte Gemeinschaftsstand von unabhängigen Entwicklern der Welt. Und dieses Jahr sind wir auf 1024 Quadratmeter. Ein Programmierer möge ja nun schmunzeln. Wir haben 86 Spiele von 77 Firmen aus 28 Ländern. Ich muss für den politischen Rundgang schon üben, deswegen ich da so ein bisschen. Genau, wir sind Teil des politischen Rundgangs hier. Das heißt, hier kommen Politiker, wobei du erzählst denen, was du machst. Wir leben Diversität und Offenheit und Toleranz. Das ist halt schon, das sind schon wichtige Werte für uns. Genau, und wir sind ein sehr kleines Team, formiert unter der Supercrowd GmbH, die auch die Magnology machen. Das ist unsere Hauptmesse hier und jetzt habe ich die Frage allumfassend beantwortet. Ja. Ja. Genau.
Also ich bin eigentlich nur hier, um das nicht zu machen, was ihr gerade seht. Damit Andi nicht da 3 Stunden extra aufbringen muss. Deswegen bin ich früher hergeflogen, um Andi zu helfen. Und das fertig zu machen. Und er lebt in der Discord-Villa. Ich hab, meine letzten Wochen sahen so aus, dass ich mit jedem einzelnen Sponsor reden musste, wann sie wo auftauchen. Ja? Wenn wir jetzt noch 2-mal Discord sagen, sind wir vielleicht durch. Du bist aber auf einem anderen Channel, das weißt du, ne? Was? Du bist auf einem anderen Channel. Ach so, aber... Du, aber ist ja kein Problem. Ja, hier läuft noch alles mit TeamSpeak, just saying. Also. TeamSpeak ist super. Ja. TeamSpeak ist total klasse. Der Simon von TeamSpeak war vorhin auch da. Stimmt. TeamSpeak hat vor 2 Jahren mit uns zusammen hier eine Bühne betrieben auf dem Indie Arena Boost. Also wir sind so. Da war ich nicht sicher, was du zeigst. Nee. Okay. Diese andere würde ich nicht machen, nein. Quatsch. Jetzt habe ich den Faden verloren. Irgendwas wollte ich sagen. Ach so, ich habe ja noch 1 Stunde Slot bei dir. Dann mache ich die Sellout des Todes. Schreib mir deine Sponsoren auf, ich krieg das schon hin. Ich mache dir das in 1 Stunde. 1,5 Stunden habe ich sogar. Ich mache dir das komplette Wochenpensum voll. Ich habe aber echt eine Herausforderung. Was? Ja, das sind ja nicht alles kommerzielle Leute. Also ohne eine Förderung zum Beispiel würde das hier nicht laufen. Ja, wen müssen wir denn hier alles vorlesen? AMD ist schon mal richtig geil. AOC, Razer kriege ich gerade so über die Lippen, aber nur weil du das bist. Die Wife auch easy, XMG, alles easy. Ja, das ist ja alles der kommerzielle Kram. Nee, interessant wird es da, der Minister des Landesrand Nordrhein-Westfalen und das Bundesverkehrsministerium. So, hau mal rein. Ja, so easy. Ja, was denn? Nee, aber diesen, also jetzt mal ohne Geflaxe, das hier würde halt alles mit so viel Hilfe nicht funktionieren. Und gerade jetzt das Nordland Nordrhein-Westfalen hat das so finanziert, also tatsächlich, was ihr hier seht, also das ganze Setup, die Kamera, das überhaupt die Orga, die Wände bauen, das Herbringen, die Kreise, das ist tatsächlich alles Land Nordrhein-Westfalen und die Arkaden, die da draußen stehen, das wäre ohne die nicht möglich gewesen. Daher ist das tatsächlich was total Positives und auch ganz easy zu erwähnen, ohne dass man sich irgendwie verbiegen muss, weil das eine feine Sache ist. Sellout kann man auch einfach so machen. Unterschwellig. Ja, jetzt habe ich die da? Was denn? Also den coolsten Sponsorendeal, den wollte der Wolf nicht unterschreiben, weil er dachte, ich verarsche ihn, als ich ihm den Sponsorenvertrag hingelegt habe. Das ist nicht dein Ernst. Was hab ich's denn? Verdammt, jetzt habe ich Man sieht, dein Smartphone ist kaputt an deinem Notizblock. Ach so, ja. Nee, das ist aber tatsächlich, ohne das geht's nicht. Hier ist zum Beispiel der Standplan und so. Guck hier, Standplan. Oh ne, den kann ich nicht zeigen, da steht was drauf, was keiner sehen darf. Also wenn man das hier lesen könnte. Bevor ich noch hier Riesenfehler mache. was war die neue gerade sagen? Xbox, ich wusste es. Gott. Ich glaube, du wolltest Slappy und Sali fragen, was sie die letzten 2 Wochen gemacht haben. Achso. Sag mal, Sali, was hast du die letzten 2 Wochen gemacht? Nee, ich wollte eigentlich fragen, ob ihr nächstes Jahr auch früher vorbeikommt. Noch früher. Zum Helfen? Das ist ganz schön geil mit dem Tisch. Ja, dann können wir aber auch richtig. Also wir finden es super hier. Sophie, holst du mal 2 kalte Bier aus dem Kühlschrank? Entschuldigung. Nein, das war nicht nett. Entschuldige. Nein, tut mir leid, guck nicht so. Das gibt wieder Ärger aus dem Internet. Echt? Ja. Okay. Ich fühle mich so unwohl, wenn ich so sitze, ne? Sieht auch scheiße aus. Findest also, du? Ja, nee, es sieht jetzt cool. Du oder ich? Ich glaube ich. Andi ist lässig. Mein Problem ist, wenn ich jetzt noch 2 Minuten so sitze, dann hört er mich schnarchen. Das ist kein Problem. Nee, aber kommt ihr nächstes Jahr auch mal früher vorbei? Wollt ihr das mal sehen? Ey, also wenn da draußen die Menschen, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, irgendwie früher vorbeizukommen, macht das mal. Das ist wirklich hardcore. Wie soll man denn die Möglichkeit bekommen, früher zu kommen? Also helfen können. Ich kenne Messen. Also es gibt genug Kisten zu schleppen, ja? Aber Andi, wie kann ich denn helfen? Wo melde ich mich denn, wenn ich für 2019 helfen möchte? Normalerweise schreiben wir die Volontierstellen rechtzeitig über die Internetseite aus. Aha. Also oder interessant. Wie heißt denn diese Internetseite? IndieArenaBoost.de. Oh, schön. Da sind übrigens auch alle Spiele gelistet, die dieses Jahr hier zu spielen sind. Also wenn ihr euch vorher informieren wollt, was es gibt, dann könnt ihr da gucken.
Boah, jetzt klinge ich echt schon wie so ein scheiß Business-Developer-Schwätzer. Hey, und guckt vorbei, und es ist total super hier. Und wir haben Fritz Kohler. Und XMG und AMD. Wir filzen hier. Ja, das sind die Logos, die ich da oben halt immer sehe. Wo sind denn die anderen Logos? Die sind irgendwo da hinten. Warte mal. Utomic, Kickstarter. Oh Gott, man sieht meinen Bauch. Games Germany, man hört dein... Man hört das sehr gut. Ja, ich wollte auch nur darauf hinaus... Ey, bist du verrückt? Das darfst du nicht. Achso, das ist ja euer Kanal. Ich verdammte Scheiße, ich bin schon hier voll im... Ich hab das ganz im Gamescom-Modus. Ich bin ja hier zu Gast, ich hab das vergessen, so, sorry. Aber guck mal, das ist tatsächlich eine verwirrende Situation. Irgendwie bist du bei mir zu Gast und ich bei euch. Abgefahren, oder? Das ist irgendwie total so. Eine Hand wäscht die andere. Was habt ihr denn die letzten 2 Wochen so gespielt? Das ist ehrlich eine gute Frage. Ja. Ich habe Graveyard Keeper gespielt. Du auch? Ich habe mir Phantom Doctrine angeguckt. Okay. Dead Cells ist rausgekommen, habe ich auch gespielt. Dead Cells war letztes Jahr hier am Stand. Das ist ein tolles Spiel. Nur so sind sie so weit gekommen. Nur so. Ich habe aus Versehen vorhin bei Instagram die Stände drauf gehabt. Hast du echt? Aber nur kurz. Aber nicht wirklich schlimm. Man konnte nichts sehen. Also wirklich nur aus Versehen. Im Vorbeigehen. Hast du wieder gelöscht, oder was? Ja. Ah, schade. Ah. Echt, hast du? Besser ist. Ich muss mal kurz was gucken. So sitzen wir gerade alle da. Erstmal gucken. Ich klicke mich hier gerade durch. Aha. Everybody loves Pizza. Nee, das ist noch draußen. Weißt du, das ist so scheiße, dass mein Home-Knopf kaputt ist. Ich brauche halt irgendwie 30 Klicks mit diesem virtuellen Home-Knopf. Du bist doch so ein reicher Fuzzi hier mit 1024 Quadratmeter. Kannst du dir mal ein neues Telefon gönnen? Ey, weil... Donation Goal? Donation Goal, ja. Oh, das war übrigens cool. Wir haben 2-mal gestreamt hier abends den Aufbau. Ja. Wir haben 60 Euro für Pizza gemacht. Das ist voll cool. Wir haben uns halt super gefreut. Die sind auch direkt in Pizza geflossen. Also quasi instant, würde ich sagen. Wir haben heute Pizza bestellt. Und Sophie isst doch gerade Pizza. Eine super, also das ist glaube ich auch so. Wie so ein Eichhörnchen. Wir sind ja bei Before. Wie so ein erwischtes Eichhörnchen. Und die sitzt da so, isst zum Beispiel auch gerade Pizza. Und du guckst da hin so. Oh, das ist ja. Es sind übrigens ein, zwei Leute, die dir gerade auf die Nippel gucken. Nee, man sieht's nicht. Cliff? Es kommen ich nur glaube, ein, zwei Leute. Nee, warte, ich glaube, das haben wir nur gesehen, oder? Das hat man, glaube ich, nicht im Stream gesehen. Nicht so richtig, nee. Nur nee, so ganz, ganz alles gleich. Gut. Nur. Wir haben ja gesehen. Ja, ich hoffe. Aber oben ohne ist nicht verboten. Nee. Ich hoffe. Oh Gott, das meine ich mit, man wird, kommt in so einen Modus, wo man sagt, es ist einfach egal, es passieren eh Dinge. Es wäre gut, wenn du deine Nippel nicht auf einem amerikanischen Sender zeigst. Nach nee, Männernippel sind nicht schlimm. Ich finde die nicht so gut, nee. Nee, finde ich trotzdem nicht gut. Man, was? Rücken? Ja, na klar. Rücken geht, Rücken darf kannst zeigen. Du kannst doch gehen. Sollen wir die Nippel auf den Rücken malen? Ja? Da ist wohl jemand scharf auf die Kamera. Also, hier sitzt gerade ein Mann mit nacktem Oberkörper und der guckt sich an, wie er die Rohre verkleidet. Also nur damit es hier der Kontext war. Hört sich an wie bei mir zu Hause. Entschuldigung, ich glaube, ich bin übersteuert. Oh Gott, was ist das hier? Ihr habt einen Klempner bestellt. Genau. Oh, ja, hoi. Hätten wir doch gerne die schwarze Casting-Couch. Ich war ganz ehrlich, ich finde die gar nicht so fett. Also jetzt, je länger ich sie sehe, desto angenehmer wird's, oder? Also das ist übrigens so ein Indie-Arena-Boost-Credo, ja? Also es läuft halt echt viel schief, dann machen wir irgendwas da draus und meistens funktioniert's dann und dann wird's halt das Dauerding so. Was hat mir denn heute... Wo hat mir das denn heute, wo wir auch überlegt hatten, ja, ist halt scheiße. Streichen. Und ab nächstes Jahr machen wir das dann immer so, weil die Lösung irgendwie dann pragmatisch und cool war. Vor 2 Jahren zum Beispiel mussten wir den Stand auch so schnell abbauen und da wir keine Hubwagen hatten, ist jemand im Baumarkt gefahren, hat ganz viele Räder gekauft und hat die unter die Dinger gespackst, unter das Zeug und dann haben wir die einfach quasi die
ja, die Standbauteile mit Rädern rausgefahren. So. Und das ist tatsächlich unsere Dauerlösung. Das heißt, wir haben jetzt neue gebaut und haben mehr Räder drunter geschraubt, damit wir die fahren können. Das ist voll gut. Also aus solchen Sachen entstehen ja auch irgendwie die... Also wir werden demnächst auch 11 Euro Müllteutel überall in die Plexiglasscheiben hängen, weil es halt ja anscheinend gut funktioniert. Ich finde es auch schön, dass noch jemand mit Farbe was draufgemalt hat, so einen weinenden Smiley. Das könnte, ja. Warst du das? Nein. Such immer noch deine Instagram. Es ist aber, falls ihr da draußen den Aufbau noch nie mitgemacht habt von der Messe, das ist richtig abgefahren. Also es ist wirklich abgefahren, was hier passiert. Also es entstehen Dinge, so wie Andi schon gesagt hat, es werden hier ganze Häuser reingerollt. Ja, also das ist kein Witz. Hier kommen LKWs vorgefahren, da wird hinten alles runtergefahren und da wird alles rausgefahren und dann steht ein Stand. Also jetzt hier nicht, das dauert hier ein bisschen länger, aber... Ja, aber es liegt auch daran, dass wir es halt selber machen und jetzt nicht irgendwie mit einer tschechischen Großmannschaft anrücken. Hier nebenan ist Rent. Hast du Rent gesehen? Das Spiel Rent? Mhm. Die sind hier nebenan. Das sind auch zwei Typen gewesen, beide über 50. Ja. Die sind vor 3 Tagen ganz entspannt hier hingekommen und die abends, nach 2. Tag abends stand dieser Stand da. Ne? Und der sieht echt cool aus. So. Also ja. Es gibt auch solche. Ne? Und dann gibt es aber auch so Massendinger, wo du halt wirklich, wie du gerade sagtest, wo dieser riesen LKW kommt, die fahren hier raus, morgens früh, die dengeln da irgendwas zusammen. Dann, aber weißt du, was du auch mal machen musst? Geh mal hinter die Stände gucken. Du musst manchmal in den Stand siehst, so sieht geil aus, momentan kann man das ja noch gut, dann guckst du mal um die Ecke und dann siehst du halt, das ist halt wie Westernstadt, das ist halt alles nur so aufgestellt, alles dass das gerade mal so hält, ja, für eine Woche und dann darf es aber auch keiner mehr schief angucken, also dafür ist halt viel hier gemacht. Eigentlich ist es irre, ich möchte gar nicht wissen, was hier in Geld rausgepulvert. Du, so wie meine Küche, die sieht genauso aus. Die ist aus. Auch nur so eine Front quasi, also du tust nur so, als würdest du kochen. Wenn du die schief anguckst, dann fällt die auch um. Ah, okay. Aber weil du die nicht nutzt, oder? Doch. Gerade deswegen. Ich meine, wenn ich mir überlege, was Internet kostet, ne? Darf man, ich weiß nicht. Nee, darf nicht. Nee, darf man nicht sagen. Nee, machen wir nicht. Also es ist, Dizzy kam hier rein, so 20 hoch, 20 runter, haben wir hier auf der Leitung, ja? Und Dizzy so, ist hier nix. Dann habe ich ihm gesagt, was es kostet, da hat er ganz hysterisch gelacht. Nee, ich hab, nochmal, ich hab gelacht, weil ich weiß, was Alternate hat. Ach so. Und dann weiß ich, was die Bundeswehr hat, die da auch daneben sitzt. So, Alternate hat ja nicht mal die Hälfte von der Bundeswehr und ihr habt ja nicht mal ein Drittel von Alternate. Und deswegen musste ich so lachen, weil... ich ungefähr weiß, wie teuer das ist. Ja, das ist total pervers. Also es ist wirklich, wirklich irre. Da muss man, also auch die Traverse zum Beispiel, die du hier siehst, ne, die ganze Beleuchtung, die ganzen Traversen, das machen wir zum Beispiel nicht selber, da haben wir einen Partner für. Die sind am Montag mit uns angerückt, da wurde Montagmorgens wurde der Teppich hier gelegt. Teppich kostet übrigens, sag mal, Hausnummern, die okay sind, zwischen 2.500 und 4.000 Euro, der Teppich für diesen Stand, nur der Teppich. Teppich und hinlegen. Ich sag nicht, was die Traverse kostet. Also hier diese Gerüste, die man so sieht, wo dann auch die Banner dranhängen und wo die Beleuchtung ist. Die machen auch unseren Strom und so. Die sind super coole Leute. Die toben sich mit uns auch ein bisschen aus. Weil wir sind halt nicht so ein Stand, die sagen, wir wollen kalt-weiß, total hell, ja. Sondern wir sind die sagen, Festival-Atmosphäre, ein bisschen entspannt und so. Und deswegen haben wir hier als einziger Stand in dieser gesamten Halle warm-weiß. Und die machen dann, weil die das so witzig finden, machen die halt auch wirre Sachen. Also wir sind ja alle so detailverliebt. Zum Beispiel müsst ihr mal darauf achten, die Säulen hier sind alle rosa beleuchtet, also in unserem rosa beleuchtet, ne? Ja. Es gibt aber eine blaue Säule und die springt den ganzen Tag immer über den Stand. Ja. Das kriegt nicht jeder mit, aber das ist so ein geiles, cooles Detail, an dem man sich halt irgendwie ergötzen kann, wenn man es denn erkennt, so. Und das macht denen dann auch Spaß und dann über sowas kriegst du dann auch Deals, wo normalerweise würde so ein Ding hier nochmal ganz anderes kosten. Das sind zum Teil Freundschaftspreise, weil die einfach sagen, ihr seid cool, wir sind cool, lass was zusammen machen. So. Andi, wie lange machst du das jetzt schon? Den Indie-Boost? Ja. Seit 1,5 Monaten. Das stimmt nicht ganz. Also ich habe letztes Jahr schon im Orga-Team mitgemacht und habe mich primär um Streaming gekümmert, aber ich mache halt schon seit 20 Jahren Spiele. Und bin jetzt aber auf die Eventseite vom zuletzt Publishing und Game Scouting gewechselt, weil ich auch in den Firmen, wo ich war, eigentlich auch immer so ein bisschen die Stände mit betreut habe und das eigentlich ganz spannend finde und mir es Spaß macht, ich bin halt Game Designer von Hause aus und das ist gar nicht so anders wie ein Spiel. Du erzeugst eine Erfahrung, ja, und die machst du in der echten Welt
Nur du guckst so ein bisschen, wir haben eine Signing Wall hier und wir haben diese Arkaden und du machst irgendwie, es geht darum, dass man eine gute Zeit hat. Du gehst da irgendwo rein, dann wirst du da, dann passieren Dinge, dann wirst du da so ein bisschen durchgeleitet mit dem Auge und so, dass du ein gutes Gefühl hast. Und das ist so wie beim Spiel, ne? Du versuchst eine gute Erfahrung zu vermitteln. Und ich war immer schon jemand, der auch dieses Handwerkliche gerne mochte, aber in meinen letzten Jobs konnte ich das jetzt nicht als Job, sondern immer nur als Hobby ausleben. Und das jetzt zu kombinieren, ist halt sehr, sehr cool. Aber ich mache den Job jetzt als Verantwortlicher für den Indie Arena Boost erst seit Anfang Juli. Hab aber das letzte halbe Jahr schon ganz viel halt quasi freiberuflich nebenbei umsonst gemacht. Ja, aber es ist meine Feuertaufe. Also man muss auch klar sagen, es ist das. Aber es gibt halt ein super Team. Die sind halt schon alle seit Jahren dabei. Der Olli, der Mitgründer vom Indie-Boost, ist hier. Der baut das Holo-Café da hinten gerade auf. Der Wolf Lang von den Threaks, auch der Geschäftsführer von Supercrowd, die quasi diesen Stand abwickeln. Die sind halt seit Jahren dabei. Und das heißt, ich. Deswegen sage ich auch immer, ich bin der Sündenbock. Die machen zwar alle schon irgendwas und ich gucke, bei vielen Sachen lerne ich halt noch mit und bei anderen Sachen versuche ich natürlich jetzt auch einfach mit, mein Gott, ich bin halt auch ein bisschen älter als die meisten hier, ja, ein bisschen Erfahrung gesammelt in bestimmten Dingen und dann gehst du Sachen natürlich auch nochmal ein bisschen anders an so. Und ich versuche ein bisschen diese, ne, also keine Ahnung, das sind so ganz viele ganz, ganz kleine Sachen, die aber was ausmachen. Letztes Jahr war das Lager eine totale Katastrophe, unaufgeräumt. Wir haben ein riesengroßes Lager hier in der Mitte vom Stand, sind diese Small Boosts. Da drinnen sind halt lauter Regale und so. Und letztes Jahr war das super Chaos, da hat jeder sein Zeug reingepackt. Und dieses Jahr haben wir einfach gesagt so, wir labeln die jetzt alle, ne? Jeder kriegt ein Fach und so. Letztes Jahr haben wir am Donnerstagabend dann auch Entwickler da drin schlafend gefunden, weil die nicht mehr konnten. Ja, wenn du jemanden hast aus Indonesien, der kommt alleine, ne? Der hat keinen Knete, jetzt irgendwie hier mit vier Leuten einzufliegen. Das heißt, der betreut seinen Stand, der macht sein Business Development, also das heißt, er versucht halt sein Spiel finanziell irgendwie unterzubekommen, trifft sich mit Leuten, macht seine eigene PR, steht hier am Stand und am Donnerstag sind die tot. Ne? Also wir haben extra Volunteers hier, die halt helfen. So, aber genau, also das sind so diese Kleinigkeiten, rauszulernen, was kann man denn oder was hat man für coole Tricks, oder die man auf einer anderen Messe mal angewandt hat oder bei jemandem anders gesehen hat. Das heißt, wir versuchen auch so dieses Wissen zu transferieren. Jemand sagt, hier einen Newsletter eintragen, wie habt ihr denn das gemacht? Ach, wir haben so ein iPad, dann haben wir so ein Programm gefunden, was auch offline funktioniert, weil auf einer Messe kriegst du eh keine online vernünftig hin. So diese Kleinigkeiten, die gibst du dann halt weiter und dann hilft sich das gegenseitig und dann ist das ein ganz positives Ding. Und deswegen habe ich mich vor im Juli halt entschieden, oder im Juni halt schon eigentlich ein bisschen früher entschieden, dass ich das jetzt mal probieren mag. Also, hört sich nämlich komisch an, wenn ich sage, mach das halt anderthalb. Und? Wie oft hast du es schon bereut bis jetzt? Keine einzige Sekunde. Also ich bin zwar irgendwie gefühlt des Todes und total müde und völlig überarbeitet aktuell, aber du arbeitest an Sachen, die ganz viel zurückgeben. Also emotional mehr als finanziell. ja, das muss man schon sagen, das Ding hier ist halt, das muss man sich mal vorstellen, dieser Stand ist vor 6 Jahren entstanden, weil 5, 6 Indies gesagt haben, ey, die Messe ist total geil, eigentlich müssen wir da sein, aber wir können es uns gar nicht leisten. Also haben sie sich zusammengetan und haben 40 Quadratmeter Stand halt gemacht, mit 10 Leuten dann am Ende. Daraus ist dieses Ding entstanden. Jetzt sind es über 1000 Quadratmeter. Der alte Stand passt locker in unser Headquarter rein. Dieses ganze Positive, man macht das miteinander, füreinander, man lernt voneinander, man hilft sich gegenseitig, das ist halt immer noch da und das ist halt unfassbar belohnend, scheißegal wie anstrengend das ist. Ne? Ich bin gestern um 1:30, glaube ich, ins Hotel rübergegangen und bin da ins Bett gefallen und ich bin völlig fertig, ja, aber ich grinse halt. Also ich bin grinsen ganz, ich freue mich den ganzen Tag und auch die Probleme, die man so hat, sind gar keine echten Probleme. So. Also. Klar, das sind echte Probleme, ja. Hier geht es zum Teil um richtig Asche, ja. Also geht natürlich schon darum, dass wenn jemand sagt hier, er hilft uns mit Sponsoring, dass er gewisse Erwartungshaltungen an uns hat, die wir dann auch erfüllen müssen und dann darf das nicht untergehen und dann, ne, gibt ganz viele Sachen, die auch echt nervenzerreißend sind. Also ich habe auch die letzten 2 Tage schon E-Mails oder Situationen gehabt, wo ich bin sogar einmal laut geworden. Das ist mir noch nie passiert. Also ich bin einmal richtig laut geworden, weil man schon gemerkt hat, dass der Stresspegel so krass hoch ist. Und dann kannst du dich Gott sei Dank beruhigen, denkst kurz drüber nach, sagst, ey, sorry, war gerade unangemessen. Aber da merkt man schon, dass man dann auch man lernt seine Limits gut kennen. So. Aber lachen tust du trotzdem ganz gut. Ja, ich finde es einfach nur noch lustig. Ich sag ja, man kommt in diesen Chaos-Modus. Man gibt sich dem Universum hin. Man akzeptiert es irgendwann. Ja. Es gibt auch Sachen, die erledigen sie einfach. Also man muss sich nicht über alles immer so total den Kopf machen. Das stimmt, ja. Auf was freut ihr euch denn da draußen?
bei der Gamescom. Wenn ihr überhaupt auf der Gamescom seid, also auch Slappy, naja, du ja nicht, weil du bist ja nicht da. Aber Sali, worauf freust du dich denn? Und jetzt sag nicht in die Arena Bowl. Doch, ist das, worauf ich, was ich, wo ich letztes Jahr war, wo ich unglaublich viel Spaß hatte und ja, da freue ich mich eigentlich gerade am meisten drauf. Alles andere ist so zu, ich habe mich nicht informiert, was da sonst noch ist. Ich laufe dann irgendwann mal durch und freue mich eigentlich am meisten darauf, alte Bekannte zu treffen, die ich letztes Jahr schon getroffen habe, neue Bekannte zu treffen und auf die Indie-Arena. Das sind so, ja, da freue ich mich am meisten drauf. Und Slabby? Ja, der geht ja nicht. Ja, vielleicht freut er sich ja trotzdem auf irgendwas. Ja, ich freue mich auf die ganzen Geschichten, die er mitbringt aus Köln. Und alles, was ich da so sehe. Ich werde das aus der Ferne diesmal beobachten. Und wahrscheinlich fremd. Fremdkörper in mich rein. Ja, eben keine, deswegen fahre ich ja nicht hin. Fernweh bekommen. Ah, das finde ich übrigens super hier. Cosplay Village. Cosplay Village finde ich auch total gut. Cosplay Village ist cool und Retro Area ist gut. Was heißt das? Wir gehen jetzt essen. Ob ich Pizza bestellen will? Gehen doch nicht. Ach geil, ja. Ja. Okay. Es wurde gerade beschlossen, dass wir nicht essen gehen, weil wir zu spät dran sind und wir müssen Pizza bestellen. Willst du auch nochmal Pizza bestellen? Nee. Es tut mir so leid. Das nimm eine Hawaii. Also ich muss dazu sagen, ich habe ja schon mehrfach versucht, mich bei dir zu entschuldigen. Du akzeptierst ja keine Entschuldigung. Nein, weil du es auch nicht musst so. Ich finde doch, also verstehst du, wie ich meine? Ich hatte eigentlich geplant, dass Dizzy heute Morgen hier, also erstens haben wir bisher jeden Morgen Brötchen und Frühstück gehabt und zwar um 9 rum. Heute waren die ersten Ermüdungserscheinungen da und derjenige, der sich darum kümmern sollte, kam halt um 10 so, ich bin so fertig, ich hab's vergessen. Und ich hier so, hey, Dizzy, komm vorbei, gib Frühstück. Ja, und dann war das Studio noch nicht fertig, wir haben es dann nochmal gestrichen. Strom lag noch nicht, der wurde dann gelegt. um 13 Uhr kam dann Brötchen. Aber hey, das, wie gesagt, das gehört dazu, so, du brauchst dich da nicht entschuldigen für. Aber Nachtisch nehme ich trotzdem. Ja? Jo. Ja, dann musst du gleich mal gucken, was esse ich denn? Ich kann nicht schon wieder, ach doch. Pizza Hawaii. Dr. Fudge Brownie, das macht mich richtig heiß. Dr. Fudge Brownie. Gibt's hier nicht. Doch, hier gibt's Chocolate Fudge Brownie. Fuck my life. Ach, Ben und Jerry, oder was? Was? Hab ich was nicht mitbekommen? Warum guckst du so? Ja, gib mir zeig mal. Hab ich gehört? Ja. Bei Desserts? Ja, ich hab's gesehen gerade. Boah, Alter, das ist sogar das Große. Das ist so ein 500 Milligramm. Ist 500 Milligramm viel? Spiel so lange. Denk dran, ihr habt keine Gefriertruhe, ne? Das musst du auch für 500 Milliliter Gefriertruhe? Also 500 Milliliter esse ich tageweise von. Ja, ich auch. Ja, aber ich esse nicht so gerne Eis. Also was heißt nicht so gerne? Ich esse ja die andere Hälfte. Ich esse wenig Eis. Also ich habe... Hä? Ich esse das in sehr vielen... Immer wieder mal ein bisschen was von. Das Eichhörnchen in der Ecke oder irgendwas. Du brauchst nicht weiterreden, ich habe dich aus dem Plankenschnack geworfen. Weißt du übrigens, dass Sophie ein Meme geworden ist? Hast du das eigentlich so richtig mitbekommen? Hast du das mitbekommen? Sarah oder? Nee, Sophie. Sarah? Nee. Ja, aber was ist denn mit Sophie? Naja, ich glaube, du sollst. Achso, ich soll dir das jetzt sagen. Ich hätte eine Lasagne. 1,81. Und willst du jetzt einen Nachtisch oder nicht? Nee, ja, das ist Chocolate Fudge Brownie. Echt? Ernsthaft? Ja! Ja, okay, der möchte einen Chocolate Fudge Brownie. Boah. Geht das? Boah! Boah, Anna, du bist Bombe. Mein Gameboy-Spiel, Track and Field übrigens, mal, riecht tatsächlich nach Gameboy-Spiel. Das ist ein Geruch. Euro. Den habe ich seit 20 Jahren nicht mehr gerochen. Können wir eine Mezzo-Mix kriegen? Ich habe vorne in der Schublade welche. Ich sollte mal dran riechen. Das heißt, wir machen das Team-Meeting gleich hier. Dann in aber der geht schon stark. Ja, das ist die bessere Entscheidung, glaube ich. Übrigens, Leute, die Situation jetzt gerade wieder spiegelt die Messe, aber original. Was? Es ist wirklich original. Du sitzt hier und versuchst irgendwie zumindest einigermaßen professionelle Sendung zu machen. Und Andi ist wirklich, also es ist aber bei jedem so. Irgendeiner kommt rein, will unbedingt was ganz Dringendes, dann schweift das ab, dann fängt der Nächste an zu reden und dann wieder der Nächste und dann auf einmal hast du drei Gespräche. Weißt du, wenn du noch nicht erwähnt hast, was du noch nicht erlebt hast, was denn? Ist, wenn Sven und ich gleichzeitig reden, weil das ist, glaube ich, für jeden absolut die Hölle. Der Sven und ich schaffen es tatsächlich, gleichzeitig zu reden und zuzuhören. Das heißt, wir führen zwei Gespräche parallel und keiner kommt mit. Der Sven redet auch so schnell und viel wie ich.
Das du ist redest also du redest nicht schnell. Nicht? Nee. Okay. Finde ich nicht. Okay. Aber das ist wirklich. Möchtest du noch ein Tiramisu oder so? Ja. Was? Hast du dich überhaupt schon mal für eine Pizza entschieden? Ich? Ja. Ich hab doch schon eine Pizza gegessen. Der hat doch gerade eben vor einer Stunde hat der. Achso. Andi, hast du. Warum muss ich denn eine scheiß Pizza nehmen? Ich hab Lasagne bestellt. Was willst du denn mit einer Lasagne? Ey, ich brauch Fette. Ich hab ohne Scheiß, ich hab 4 Kilo abgenommen diese Woche. Das ist der Hammer. Diese Messe mal einen einfach nur fertig. Geil ist, ich fange jetzt schon an, keine Stimme mehr zu haben und die hast Messer. Hast du dich rasiert? Hast du dich rasiert? Na, wegen den 4 Kilo. So ein Bart habe ich nie. Oder den Achseln, Molly. Du bist ja nur in dem. Okay, nee, das ist unpassend. Entschuldigung, Chef. Nee, ist in Ordnung. Ich habe mich beim Chat entschuldigt, nicht bei dir. Ach so, okay. Vielleicht möchten wir den Leuten mal erzählen, wie man Pizza hier bestellt. Das finde ich auch sehr witzig. Wieso? Ich frage mich nämlich gerade, wie die zu euch hinkommt. Ja. Dürfen die denn da überhaupt rein? Story. Du meinst oder am Gitter durchreichen? Ich stehe vorhin da und denke mir so, boah, die Leute haben alle Pizza. Wie haben die das denn gemacht? Das ist echt und dann gehe ich so, dann gehe ich zu Sven. Ich sage, Sven, sag mal, Pizza? Haben die bestellt? Ja. Ja, ja. Hä? Da habe ich, der wollte ich auch so gerade das reinhämmern und dann haben wir, ich habe seinen Namen vergessen, mit D. Dayo. Dayo, genau. Dann haben wir Dayo gefragt, sag ich, Dayo, wo kann man denn Pizza bestellen? Ja, hier ist, kannst du easy bei dem Typen da anrufen und dann gehst du einfach zu Ausgang C. Okay. Aber muss vorsichtig sein, die reichen dir das durch den Zaun. Das heißt also, du stehst vor einem geschlossenen Zaun und der reicht dir deine Pizza und was auch immer du bestellst. Es ist wirklich wie im Knast, ja. Wir versuchen so bargeldlos wie möglich zu machen. Das heißt, wir machen mit EC-Karte und sagen immer bitte hier mit EC-Karte. Und dann läufst du raus, dann gibst du dem seine EC-Karte, dann steckt er die ins Gerät und das Gerät passt nicht durch. Ja. Das heißt, ich muss dann mit der Hand immer durch, Geheimnummer eintippen und dann schiebt er uns unsere Sachen immer unten drunter durch. Es ist wirklich, man kommt sich vor wie im übelsten Knast. Aber weißt du, was hier geiler ist? Der Typ macht halt einen krassen Umsatz. Weißt du, was der macht? Nee. Am Tag 1, wenn hier noch nichts steht, verteilt er seine Flyer hier. Weil du Anfang noch aufs Gelände kommst, ohne dass du groß kontrolliert wirst. Oder du sagst halt, ja, ich muss da. Also in der Regel ist Montag noch relativ locker. Und die ziehen halt auch, also diese ganze Anlieferungskacke. Wir haben momentan sage und schreibe 4 Pakete, die wir suchen. Mhm. Also suchen im Sinne von, wir wissen nicht, wo sie sind. Sie sind eigentlich an den Stand geliefert worden. Und die DHL, danke DHL, sehr beliebt ist, konnte die Adresse nicht finden. Ich meine, es ist wirklich Halle 10.1, Stand A20. Adresse nicht finden heißt, die wollen nicht aufs Gelände fahren. Weil die Messe macht es einem nicht einfach. Wenn du mit dem LKW hier drauf fahren willst, dann musst du zu einem anderen Parkplatz, musst dir eine Genehmigung holen und fährst dann hierher. Da haben die Lieferdienste zum Teil keinen Bock drauf. UPS, danke UPS, ihr seid super. Die kommen nämlich tatsächlich, da kommt immer alles. Mhm. Wenn es mit anderen geliefert wird, glaube ich, muss man ein bisschen Glück haben, ob der Typ gerade Bock hat oder genügend Pakete für die Messe hat. Das heißt, wir vermissen. Mein Megafon ist heute endlich gekommen, voll gut. Aber ansonsten vermissen UPS. Wir... Nee, das ist mit DHL gekommen, aber wir haben es umlenken lassen ins Hotel. Beim Hotel sind wir schon sehr beliebt, ja. Also wir sind hier im sehr günstigen Ibis-Hotel. Wir sind schon ganz gute Freunde da, weil wir schicken gerade alle unsere Pakete ins Ibis und kommen da jeden Tag hin so, hallo, sind Pakete da? Ja. Und dann schiebt er so 5 Kartons raus. Ihr Messestand wurde heute geliefert. Ja, also es ist ja auch so, das sind ja nicht nur unsere Sachen, sondern wir reden hier von 77 Firmen, die ihr Zeug auch hier hinliefern lassen. Das heißt, die Logistik dafür ist einfach total krass. Und wir haben jetzt auch, heute war auch sehr schön, heute hatten wir 3 Razer-Kisten zu viel, die wir entdeckt haben. Und da stand noch nicht unser Name drauf, bis so eine kleine chinesische Dame ankam, die kaum Englisch sprach und auf der Suche nach ihren Kisten war. Gott sei Dank hatten wir sie da. Dummerweise hatten wir sie schon mit 9 Mäusen bepackt. Die hatte 3? 3 und Razer scheint so die Zahl zu sein, ne? Ja, irgendwie anscheinend schon. Die wollte dann ihre Kisten mitnehmen. Ich so, nee, du kannst die nicht mitnehmen. Wir haben da Sachen reingepackt. Die wollte 14 Mäuse, da waren dann 46 drin, weil wir umgepackt hatten. Wir hätten also fast 46 Mäuse weggegeben. Ja. Schon krass, wie viele Geschichten man schon so in so kurzer Zeit hat. Ja. Hab ich dir meine... Hier, mir ist wieder eingefallen, warum ich die IWA-Stifte in der Hand hatte. Meine IWA-Regal kennt ja jeder, oder? Nee. IWA-Regal? Nee. Jetzt ohne Scheiß von Ikea, diese Regale zum Zusammenstecken mit diesen Metallstiften? Ja, jetzt kenne ich's. Okay. Davon haben wir 100 Bretter, also wir haben, 100 Bretter, das ist viel. Und uns fehlten
sage und schreibe 96 Stifte von diesen Metallstiften. Und da das eingelagert war bis letztes Jahr, hatten wir halt diese Stifte nicht mehr. Das heißt, ich bin vor 2 Tagen bei IKEA vorbeigefahren und bin zu dieser Ersatzteilausgabestelle und sage, hallo, ich bin der Andreas, ich hätte gern 400 Metallstifte. Und ich sage, wir geben gerne 400 Metallstifte raus. Ich sage, okay, ich zahle die auch. Ich sage, ja, ich habe keine 400 Stifte hier im Markt rumfliegen. Dann gab sie mir 20. Hatte ich so 20 Stifte in der Tüte. So, ja, das ist sehr nett, aber was mache ich denn jetzt? Und dann sagte sie, ja, kommen Sie mal mit. Und dann ist sie mit mir zu so einem Automaten gegangen. So ein, wo du Sachen ziehst, Automat, ne? Und dann hatten die tatsächlich so ein Ersatzteilautomat, wo du Ersatzteile von IKEA ziehen kannst. Und da waren da Tütchen mit jeweils 4 Stiften. Und dann meinte ich zu ihnen, ich soll jetzt 100 Euro Stücke da reinstecken. Der Vorgang alleine, einen reinzustecken, die richtige Nummer zu drücken, dieses Viererpäckchen fällt runter. Ich nehme das, ne? Ich brauche 400. So, können Sie den Automaten nicht aufmachen, ich gebe Ihnen das Geld so. Nee, das könnte sie nicht machen. Und ich war wirklich, in dem Moment bist du in diesem Moment so, okay, wo ist die nächste Bank? Hole ich mir jetzt nur 100 Euro? Setze ich einen Volunteer von diesen Automaten, der die nächste Stunde Metallstift jetzt macht? Oder löse ich das Problem an einem anderen Tag? Ich habe mich dann für zweites entschieden. Ja. Und dann habe ich einem Volunteer tatsächlich gesagt, ich so, fahr mal dahin und guck du nochmal nach den Stiften. Der hat dann tatsächlich hat das irgendwie geschickter angestellt. Auf jeden Fall brachte der 100 Stifte mit. Während er allerdings auf dem Rückweg war, haben wir festgestellt, dass in diesen neuen IWA-Regalen diese Metallstifte unten drunter reingestöpft werden konnten, was jemand sehr schlau gemacht hat. Das heißt, wir haben unsere 100 Stifte in der Zeit wiedergefunden. Wenn jemand IWA-Stifte braucht, wir haben ungefähr 200 IWA-Stifte zu viel, könnt ihr euch beim Indie Arena Bus melden, wir verteilen die dann meistens. Ja, gut. Ich habe gerade ein Zeichen gesehen, du auch, ne? Ich muss jetzt ja, leider in die gehen, ja. Genau, ich muss jetzt gehen, weil wir jetzt unsere Teambesprechung ja, haben. Ja, dann können die anderen ja auch mal wieder was erzählen. Ja, es tut mir echt leid. Nee, ist ja gut. Ich glaube, die Leute wollen solche Geschichten hören. Okay, vielleicht gucke ich gleich nochmal rein, wenn ihr noch... Ja, bitte. Vielleicht esse ich dabei. Ich bezweifle, dass wir noch lange machen werden, wenn du jetzt abhaust, aber... Ja, ihr gibt doch noch... Guck mal, Slabby hat bestimmt... Slabby kann noch ein paar WoW-Geschichten erzählen. So, bis später. Machst du aus? Tschüss, Andi. Tschüss. Ja, wir winken immer, aber er sieht uns nicht. Ja, ich habe jetzt 3-mal gewunken und dann jedes Mal beim Winken ist mir eingefallen, ach, die sehen uns ja gar nicht. Nee, wir können euch in der Tat nicht sehen, nein. Das ist abgefahren. Man redet eigentlich nur ins Leere. Das kennt man sonst gar nicht. Aber ihr habt dann nächste Woche Fernseher, dass ihr euch selber sehen könnt. Ja, heute Nacht noch. Heute Nacht noch? Ja. Was ist denn jetzt so das Programm bei euch nächste Woche? Was meinst du jetzt hier in der Indie Arena Booth? Im Allgemeinen. Ja, Indie Arena hätte ich jetzt an. Erzähl du mal einen Schlag, Sali. Ich trinke mal einen Schluck von meiner Spitz Cola. Boah, ich habe heute eigentlich schon alles so rausgehauen, ne? Das war... Ich weiß gar nicht, was ich noch erzählen Diese soll. Diese rote Edition von der Fritz Cola. Ja, darauf trinke ich einen Schluck Wasser. Ja, wer hat dir denn Gravekeeper gefallen? Mir? Ja. Yeah. Graveyard Keeper ja, hat mir sehr gut gefallen. Ich finde es mega. Das fand ich sehr, sehr klasse. Ja? Ja, es ist ein sehr schönes, ruhiges, komplexes Spiel. Hat mir sehr gut gefallen, ja. Mhm. Definitiv. Also da freue ich mich auch, wenn ich wieder zu Hause bin. Ich mache sowieso 3 Kreuze, wenn die Woche rum ist. Ja. Denke ich mir. Du bist komplett bis Samstag da? Sonntag. Bis Sonntag da? Ich bin Sonntag bis Sonntag da, ja. Ich habe irgendwie dieses Jahr voll den Arsch offen. Warum? Erzähl doch mal. Wie, Arsch offen oder warum ich so lange da bin? Ja, genau. Was machst du denn? Na, heute bin ich extra, Andi hat mich halt nett gefragt, ob ich herkommen kann und das hier mache für ihn. Warum auch nicht? Weil ich habe das alles schon mal durch. Ich habe jetzt halt die Sachen rausgesucht, die wir brauchen. Wir haben dieses Jahr ordentliche Kameras. Ich hoffe es wirklich inständig, dass es im Indie Arena Booth Stream besser sein wird als jetzt über Teamspeak, was ich glaube. Aber ich habe halt alles zusammengesucht, habe das fertig gemacht, habe so ein Regieplätzchen fertig gebaut, wo halt
die Regie spielen kann. Ich habe das mit den Mikrofonen gemacht, dass die sich alle gegenseitig hören können und so ein Käse, halt so Kleinigkeiten. Und deswegen bin ich heute schon angereist, weil Andi mich ganz lieb gefragt hat, ob ich das für ihn machen kann. Und deswegen bin ich heute schon hier. Und Dienstag habe ich, weiß gar nicht, ich glaube, ich darf das nicht sagen. Ja, dann lieber lassen. Also ich darf Dienstag was spielen, was sehr viele Leute spielen wollen, glaube ich. Ja. Deswegen bin ich auch früher da, weil ich das unbedingt anspielen will. Also nichts Bezahltes oder irgendwas, sondern ich darf es einfach nur spielen. Und Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag bin ich bei Alter, nee. Logi. Sehr schön. Und Sonntag, ich wollte halt Samstag nicht zurückfliegen, weil ich das ein bisschen zu stressig finde und deswegen sind wir bis Sonntag da. Also von Sonntag bis Sonntag. Außerdem will ich mir das, glaube ich, mal so richtig gönnen. Und ich muss sagen, ich bereue es nicht, einen Tag früher da gewesen zu sein, um das hier mal zu sehen. Weil das ist wirklich richtig abgefahrene Scheiße. Das ist richtig abgefahrene Scheiße. Also wenn man auf der Gamescom ist nachher, und man das vorher gesehen hat, ist das wirklich richtig abgefahrenes Zeug. Wenn hier Hebebühnen durch die Bude durchfahren und Gabelstapler und ganze LKWs und palettenweise Zeug und wie das so alles fertig gemacht wird und wie es eigentlich aussieht, wenn es nicht schön gemacht ist, das ist richtig abgefahren, ja. Und das ist meine Woche hier, ja. Also das habe ich noch geplant. Ansonsten habe ich nichts weiter geplant, glaube ich. Ach so, doch, ich habe noch bei Twitch habe ich auch noch eine Sache. Zwei? Drei? Ich glaube, drei Sachen bei Twitch habe ich auch noch. Ja. Hm. Hast du denn schon was von der Twitch-Bühne gesehen oder Twitch-Areal? Nee, ich war heute nur bei Idenate und mir Idenate angeguckt. Hm. Da war ich noch nicht. Da hatte ich ehrlich gesagt keine Lust zu, weil ich habe, wie gesagt, hier viel gemacht und Idenate ist gleich nebenan. Also das habe ich nicht gemacht, nee, das habe ich noch nicht gesehen. Aber das wäre auch interessant gewesen. Also ich hatte heute, was habe ich denn heute gesehen? Aldenate habe ich gesehen, Trust, die Bundeswehr, alles was da so in Halle 5-1 ist und 10-1. Das habe ich gesehen. Hm. Ich gehe, also wo das gerade im Chat steht, Baby, ich will gar nicht so viel reden, weil die anderen sollen auch mal reden. Ich werde nicht eine einzige Party mitmachen. Nee, ich gehe auf keine einzige Party. Also Dienstag würde ich dir empfehlen. Nee. Da habt ihr nämlich was vor. Nee. Echt, am Dienstag bist du nicht da? Nee. Okay. Also das Ding ist halt, bei mir ist immer Arbeit ist Arbeit und Feiern ist Feiern so. Und ich bin, ja, wir können noch darüber reden. ungewohnt, wenn die Freundin gleich zweimal daneben sitzt. Bei mir ist Arbeit so und ich muss halt, oder ich sag so, ich bin um 10 hier, spätestens um 9. Und dann ist nichts. Oh nein, ich meinte um 9, spätestens um 10, so. Und dann willst du ja auch noch gemütlich Frühstück essen und ausschlafen, so, weil sonst siehst du ja aus wie ein Stück Haufen nach einer Woche und das geht bei mir gar nicht. Also ich kann das körperlich auch gar nicht. Deswegen gehe ich halt auch nicht feiern, so. Und ich ich finde das ganz schön. So ein bisschen, also ich finde das, ja, Arbeit, aber so am Abend dann noch zusammenzusitzen, jetzt da die eine Party, die nimmst du mit und dann an den anderen Abenden dann gemeinsam ins Essen gehen und ein bisschen quatschen und durch Köln laufen. Ich finde sowas eigentlich ganz angenehm und brauche das auch zum Runterkommen. Ich finde das schön. Ich genieße da die Zeit sehr. Kann ich verstehen, auf jeden Fall. Und am nächsten Morgen gehst du wieder auf die Messe und dann ist wieder Rambazamba. Und dann irgendwann so, also ich muss zugeben, so 16, 17 Uhr ist dann schon so, wie lange geht denn die Messe heute noch? Aber ich freue mich da eigentlich immer drauf. Ich habe heute ungelogen an meinem ersten Tag und ich habe mich noch nicht mal viel bewegt heute, habe ich schon 12.500 Schritte gemacht. Und ich saß heute im Flugzeug, im Taxi, also es war schon ganz schön abgefahren. Also um auf die Partys zurückzukommen, mir Leute anzusehen, die sich Free Alk in den Rachen schmeißen und sich nicht benehmen kann, habe ich keinen Bock drauf, weil da kommt immer der Türsteher durch, da will ich die mal rausschmeißen, mag ich nicht sehen. Ich kann besoffene Leute nicht mehr sehen, das geht nicht. Ja, also aber zumindest auf der Twitch-Party nicht, weil die halt immer Free Alk und dann okay, Entschuldigung. Oh, geht eigentlich. Laut. Ich stehe irgendwie nie in der Ecke, wo Also nüchtern kann ich mir das auch nicht angucken. Naja, siehst du, ich trinke halt gar nicht so.
Und ich kann das bei den anderen Partys halt auch. Ich bin halt einfach, glaube ich, kein Partygänger mehr. So, ich gönne das jedem. Ich kann das vollends verstehen. Das ist auch gut so, für wie du schon gesagt hast, Sali, für die Seele. Ne? Man kann mal so, wie hat man früher gesagt, man hat die inneren Teufel bekämpft. Ne? Hat man das nicht so gesagt? Wenn man getrunken hat? Irgendwie sowas. Übrigens, das blaue Licht ist über mich rübergewandert. Das Gimmick gibt es halt wirklich. Was denn für ein blaues Licht? Das, was Andi erzählt hatte, dass hier ein blaues Licht rumgeht, das ist abgefahren, das gibt's halt wirklich. Und was tut es? Das leuchtet blau. Das leuchtet blau und wandert so um die... Krass. Ich finde, dass Alkohol nicht dazu gehört. Man muss nicht Alkohol trinken auf den Partys. Nee. Ich kann super tanzen und mich unterhalten und Spaß haben mit denen ohne Alkohol. Brauche ich jetzt nicht. Ja. Aber man kann. Das stimmt. Man könnte, wenn man wollte, aber man muss es ja nicht, ja, ne? Ich freue mich. Ich habe bis jetzt 2 feste Termine. An einem Termin darf ich was anspielen. Ich weiß gar nicht, ob das offiziell ist. Darum sage ich jetzt nicht was und wie und wo. Drei. Aber ich darf etwas anspielen und da freue ich mich sehr drauf. Sehr, 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 sehr. Und ja, ich glaube, bei euch darf ich auch mal vorbeigucken. Bei euch? Ja, da, bei euch. Ja, ach so, ja, ich finde hier, ich habe hier nichts zu tun. Also ich mache nicht, ich mache nur die Dings hier. Ne? Ja, freue mich. Nur das Setup. Ja. So. Und früher anreisen, was du vorhin angesprochen hast, muss ich zugeben, für mich wäre die Gamescom beinahe komplett ins Wasser gefallen, weil mein Katzensitter abgesagt hat. Und das so kurzfristig, dass ich ein bisschen ins Straucheln gekommen bin. Dann haben meine Eltern zugesagt, die müssen aber selber auch arbeiten. Und jetzt habe ich noch jemand Wundervollen und es wird sich geteilt. Ich weiß noch nicht, ob ich nächstes Jahr das überhaupt so mache. Ob ich nächstes Jahr so lange auf die Gamescom gehe. Muss ich mal gucken. Ne, für mich ist Dienstag Anreise und am Sonntag fahre ich zurück. Schon lange. Sehr lange. Ich habe das Gefühl, ich bin von Jahr zu Jahr länger hier. Nächstes Jahr bin ich bestimmt 2 Wochen hier. Gefühlt. Ja, vor 2 Jahren warst du doch nur einen Samstag da, oder? Ja. Ja. Einen Samstag, dann 4 Tage und jetzt eine ganze Woche. Nächstes Jahr kannst du gleich da bleiben, für übernächstes Jahr. Wollte gerade sagen, kannst gleich nach Köln ziehen. Sparst du dir die Kurtaxe? nee, dieses Jahr meckere ich nicht. Ich hab vorhin schon ein bisschen gemeckert draußen. Ich musste vorhin wirklich meckern. Du bist den ersten Tag da, warte mal ab. Nicht zu früh freuen. Du willst es nur, Slappy. Du willst ja nur, dass ich wieder im Plankenschnack sitze und mecker wie ein Rohrspatz. Nein. Genieß die Stadt, Lizzie. Ich sehe hier eh nichts. Also, ich sehe hier nichts von der Stadt. Was denn? Ich habe ein Fotoapparat dabei, aber ich glaube, ich werde nicht dazu kommen, Fotos zu machen, obwohl ich das eigentlich machen müsste für Instagram. Folgt mir auf Instagram, dankeschön. Nee. Wir werden, glaube ich, nicht viel sehen, außer diese Hallen und Essen. Ja. Die Hallen und Essen. Man muss ja auch dazu sagen, dass viele von uns Streamern und so da ja nicht hingehen, um Ferien zu machen, ne? Sondern es ist Business. Business? Nee? Business. Nee. Ich mache hier kein Business. Ich, also, ja, du bist aus Spaß bei Alternate. Wie, weil ich jetzt von meinem Sponsor eingeladen wurde auf eine Messe, heißt das, ich mache Business? Ja. Ja, das ist Arbeit. Hä? Ich stehe da nur in einem Alternate-Shirt, mehr nicht. Ja, das ist Arbeit. Ach so. Das kannst du jetzt hinstellen, wie du möchtest, aber es ist Arbeit. Übrigens, Alternate, da sagt mir, ich darf mich überall frei bewegen. Also. Guter Arbeitgeber. Ich bin nur eine Litfaßsäule. Aber das wird halt auch regelmäßig gebucht. Es ist ja auch genug Platz an diesem Körper. So.
kann man beruhen. War ein gutes Eigentor. Nun, also, ich hätte jetzt zum Beispiel gar nichts mehr zu erzählen, ehrlich gesagt. Nö, brauchen wir auch nicht. Dass ich, also, ich meine, gut, ich könnte noch vom Flughafen heute erzählen, aber ein bisschen... Und Nein. Es gibt ja auch Leute, die folgen dir auf Social Media. Da ist man informiert. Ja. Das ist abgefahren, ja. Instagram. Wo hängt Dizzy denn da ab? Wir sind bei der Indie Arena Booth. Die übrigens morgen, nee, Dienstag live geht, Leute. Also wenn ihr Dienstag was zu gucken haben wollt, die Indie Arena Booth ist die ganze Woche live. In hoffentlich guter Qualität, ohne Probleme und mit ganz viel Content. Also wirklich richtig vollgepackt die Woche. Das ist richtig abgefahren. Kanal steht im Chat. Ja, da solltet ihr definitiv, wenn ihr Lust habt, ich glaube, das wird sehr witzig. Also ich denke, ihr werdet sehr viele Entwickler kennenlernen, ihr werdet sehr viele Spiele kennenlernen, ihr werdet sehr viele Menschen kennenlernen. Und ich glaube, ihr werdet diesen Charme von diesem Stand kennenlernen, der ihn wirklich verzaubern kann. Mhm. Sagt er, während rechts von ihm die Mülltüten hängen. Das ist der Charme. Das ist der Indie-Charme. Es ist wirklich Charme, Leute. Ich freue mich. Mülltüten, die aber 11 Euro das Stück kosten. Nobel geht die Welt zugrunde. Ja. Meine Damen und Herren, Nobel geht die Welt zugrunde, auch beim Indie Arena Booth. Wir haben sogar eine Tür. Wir haben eine Tür. Die Tür ist wahrscheinlich billiger als die Fenster. Ja. Das stimmt. Da wirst du recht haben, in der Tat. Da hast du recht, ja. Und da kann man auch Sachen anspielen, ohne Stunden zu warten zu müssen. Ja, sehr wahrscheinlich, ja. Weil das sind hier so, das ist nicht Mainstream, so, das ist Indie. Also letztes Jahr war es wesentlich kleiner und da war auch genug Platz, um Sachen anzuspielen. Bin ich häufig genug dran vorbeigekommen. Da, also letztes Jahr, wenn ich das damit halt vergleichen kann, war es halt immer super entspannt am Indie-Booth. Außer halt an den wirklich, wirklich vollen Tagen. Also ich will jetzt nichts sagen, aber man könnte eventuell die Größe bei Instagram herausfinden. Bei so einem Schnipsel aus der Story. Ich weiß nicht, wo das gepostet wurde, aber aus Versehen ist da was gelandet im Interwebs. Ein kleiner Teaser. Ich bin sehr gehypt, muss ich sagen, auf die Gamescom. Ich freue mich. Das wird eine schöne Gamescom. Ja. Ich habe nur den Mützenstand noch nicht gefunden. Das wird gut. Also ich von meiner Seite aus habe nichts mehr zu erzählen. Ich habe nur noch die Twitch-News. Ja, Twitch-News. Warte. Twitch-News. Danke, Herr Ranzratte. Mein Name ist Slapstick und das sind die Twitch-News. Und die fallen heute ganz klein aus, was? Bist du doppelt gemobbelt, oder? Ja, sicher. Okay, ja, bitte. Ich habe nur einen Punkt in den Twitch-News tatsächlich heute. Und zwar, dass die Geschenksubs an Start gegangen sind. Aus allen Wolken gefallen, konnte man plötzlich Subs verschenken an die Community des Streamers. Maximal 100 User können beschenkt werden mit maximal 24 Euro Subs. Also man kann maximal auf einen Schlag 2400 Euro ausgeben plus VAT und Gebühren. Wenn ihr also, weiß ich nicht, bisschen Geld überhaupt, könnt ihr die gerne in eure Lieblingsstreamer stecken. Auf einmal und müsst nicht mehr 100 Mal auf User anklicken. Das einzige Problem dabei momentan, was ich sehe, ist, dass Twitch zwar behauptet, dass sie einen Algorithmus entwickelt haben, mit dem sie sehen können, wem sie die Geschenke geben. Also laut der FAQ heißt es, dass erst Zuschauer beschenkt werden, die wirklich sehr intensiv zugucken, dann Follower und dann erst random. Stimmt aber nicht. Also es gibt einen User, der hat das ausprobiert, der hat ein Programm geschrieben, das er niemanden rausgibt, mit dem er sich in alle Kanäle mit über 50 Zuschauern rein
in den Chat gebracht hat als User und innerhalb von 7 Tagen ist die Funktion mittlerweile online, glaube ich, oder 8 Tage, in mittlerweile 1000 Subs geschenkt bekommen hat. Ich kann das euch sogar zeigen, wie das aussieht. Sieht sehr interessant aus. Ich glaube, ich muss hier drauf klicken. Nein! Verdammt, falsch. Hier drauf. So. Das hier. Das sind alle Subs, aber nur von D bis K. Ja, das sind all die Subs, die er geschenkt bekommen hat. Ja, also ich weiß nicht, warum Twitch behauptet, dass das an Random, dass die einen Algorithmus haben, obwohl es offensichtlich überhaupt gar kein Algorithmus ist und einfach nur an Leute verschenkt wird, die gerade im Chat sind. Ganz random, aber ja, gut. Trotzdem, Streamer und Zuschauer, die die Geschenke bekommen, freuen sich. Twitch freut sich wahrscheinlich auch. Von daher, ja. Also ich habe mich gefreut und bei mir hat es sehr viele getroffen, die schon lange zuschauen und eben noch kein Sub waren. Ich habe Ja, mich hat das auch gefreut. Ja. Also gestern war paar hundert. Das war gestern echt abgefahren. Also gestern war wieder so ein Ausnahmezustand, ja. Ich finde das ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt mal hin oder her, ob das jetzt random ist oder nicht. Das System per se finde ich gut, dass das jetzt natürlich so behauptet wird, dass da irgendein Algorithmus hintersteckt, der da nicht hintersteckt. Und das ist wieder so die andere Sache. Aber gut, ich meine, was willst du bei 100 Leuten machen? So, wenn ich jetzt mal überlege, ich habe gestern auch einen dreistelligen Betrag gekriegt, einen höheren an Subscriber. Und das war immer wild gemischt. Also da waren wirklich welche dabei, die hatten schon mal einen Sub. Da waren welche dabei, die schon ewig zugucken. Mhm. Und das Verhältnis war eigentlich immer ausgewogen. Also ich meine, es war wirklich ausgewogen. Es waren neue, alte und lange. Okay, das klingt nach Altersheim. Aber ja, so ist ja mein Stream. Keine Ahnung. Also ich weiß ja nicht, wie direkt dieser Algorithmus beschrieben wurde. Aber definitiv hat das funktioniert. Es wird definitiv September geben. Es wird... Ganz ehrlich, falls ihr das noch nicht mitgekriegt habt, aber Sellout wird seit kurzem lang ganz schön groß geschrieben bei Twitch. Falls euch das entgangen ist. Also, wann haben wir das letzte Mal ein Feature gehabt, was nicht mit Geld zu tun hatte? Ist schon lange her. Amazon hat halt zugeschlagen und gekauft, ne? Jetzt geht es natürlich auch mit um Profit so. Also, das soll jetzt also es ist Kritik, ne? Aber ich lebe davon ja auch. Ne? Also ich freue mich darüber auch, versteht mich da nicht falsch, aber ich habe schon lange kein Feature mehr raus, was nicht mit Geld zu tun hatte. Und den September wird es sowas von geben. Da willst du gar nicht drüber reden. Der Siggi gibt's den. Wir müssen ja kompensieren, dass wir diesen Monat verschenkte Subs droppen, die müssen wir nächsten Monat wieder auffüllen. Sonst kriegen wir alle eine Midlife-Crisis. Also wirklich jetzt. Oder ihr resubbt alle wieder. Das könnt ihr euch jetzt auch aussuchen. Ich zum Beispiel wäre ein Freund davon. Ja. Das wären meine Twitch-News. Chat, habe ich was vergessen? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, alle sind momentan in Gamescom-Fieber und das wird rausgehauen. Was sind die Gamescom? Das ist eine Messe in so einer kleinen Stadt. Die Arena-Booth. Genau. Ach, jetzt nochmal einen Schluck von meiner Fritz-Cola. Ja, ansonsten, ja. Streamer der Woche haben wir nicht. Heute. Soweit ich das verstanden habe, oder hat irgendjemand jemanden vorzuschlagen? Hatte ich jetzt keinen rausgesucht. Du hättest sowieso Kalix genommen. Brauchst überhaupt nichts zu erzählen.
Chris Ramsey habe ich. Ein wunderbarer Zauberer, der Kartentricks macht und Rätsel löst bei YouTube. Chris Ramsey, Leute, guckt euch den an. Also wenn ihr Lust habt, euch sowas mal anzusehen. Chris Ramsey. Streamer der Woche ist auf jeden Fall, sind wir uns alle einig, in die Arena Booth, man. Ja. Yep. In die Arena Booth. Dienstag geht's los, ne? Dienstag? Ich hab Dienstag ist doch Pressetag, oder? Ja. Ich glaube, ich habe Dienstag, glaube ich, fast den ersten, in den zweiten Slot habe ich, glaube ich. Ich bin anderthalb Stunden da am Dienstag, Leute. Geil, der wird ich hatte bis jetzt noch nicht die Entwarnung bekommen, ob ich über Sachen reden darf, ob ich da bin oder nicht. Boah, ich habe noch nicht das Go dazu bekommen. Das ist eine der allerschlimmsten Sachen, die es gibt. Dass dir Firmen so oft nicht sagen, wann du was sagen darfst, ne? Ja. Und dann musst du immer, weil dann meckert dein Chat immer, oh Mann, Dizzy, jetzt hab ich mal 5 Wochen früher sagen können, dann hätte ich mich darauf einstellen können. Und dann sitzt du da und denkst du so, ich habe auch erst vor 5 Minuten Bescheid gekriegt. Sorry, NDA. Ich habe ja so das Gefühl, dass sie das immer vergessen. Ja, ich glaube auch. Mach das jetzt einfach. Ich bin auch bei der Indie-Arena-Booth. So. Durfte letztes Jahr schon da sein. Ich bin dieses Jahr auch wieder mit dabei. Ja, nächste Woche Anwalt schreiben, was? NDA gebrochen. Brrr. Ja. Psch. So. Tschüss. Ich hab alles in Ordnung. Ich habe das okay bekommen. Oh, wow. Nice. Das habe ich natürlich gelesen, bevor ich das gesagt habe. Nice. Leute, vielen Dank, dass ihr heute bei diesem etwas anderen Plankenschnack mal zugeguckt habt. Ich hoffe, dass ihr Spaß hattet. In irgendeiner Form. Also ich bin ja so ein Mensch, ich höre gern anderen Menschen zu, wenn sie was sagen. Manchmal macht das nicht den Eindruck, aber das war heute wieder sehr interessant, finde ich. Ich hoffe für euch da draußen auch. Das war halt, wie gesagt, eine Sonderausgabe. In der nächsten werden wir uns voraussichtlich über die Gamescom unterhalten. Was passiert ist, was war das Gamescom Aftermath. Aftermath. Yep. Und wir haben dieses Jahr noch so viele geile Gäste, ne? Wir sind bis Ende des Jahres schon voll. Oh, wir haben richtige Sahnestücke dabei. Mm, aber sowas von. Wir haben dieses Jahr wirklich, wir haben sogar noch einen Sonderplan geschnackt. Der September wird ganz schön nice. Im September haben wir sogar 3 Plankenschnacks, weil wir noch einen zwischenquetschen mussten, weil wir keinen anderen Termin gefunden haben für ihn. So gerne machen wir Plankenschnacks. Plankenschnack, wie das ja im Internet heißt gerade. Also September wird geil. Vielen Dank fürs Zugucken. Folgt uns auf den Social-Media-Seiten, aufgrund der Tatsache, dass Messe ist. Weil Sali wird da ja auch aktiv sein und da Sali immer irgendwie zu faul ist, was dazu zu sagen, folgt Sali auch auf Instagram, weil ich glaube, da wird sie auch was machen. Do it now. Slappy ist egal die Woche. Den interessiert sowieso keiner. Sitzt nur zu Hause. Also da, ob du nur einen Stream anschmeißt oder einen Sack Reis in China umfällt, das interessiert keinen Menschen. Also wisst ihr Bescheid. Sali und Bier, nicht wahr? Hier gibt's brandheiße News, nicht WoW. Und Dankeschön fürs Zugucken. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Gehabt euch wohl und tschüss. Jo. Von mir auch. Ach so, ich sag, danke, Slappy, für Regie machen. Das wollte ich gerade als erstes sagen. Ach so, entschuldigung. Slappy, danke schön, dass du so wunderbar die Regie gemacht hast. Ist jedes Mal ein Fest. Ich freue mich auf die Gamescom. Freue mich, einen Haufen Leute von euch zu treffen. Stellt euch vor. Es ist nicht witzig, wenn man sagt, rate mal, wer ich bin. Und dann stehst du so da und dieser peinliche Moment wird immer länger und länger. Ich mag nicht raten. Stellt euch vor, das ist eine super Sache. Und ansonsten, habt Spaß. Diejenigen, die nicht auf die Gamescom gehen, Slappy ist da. Und Slappy hat gesagt, er streamt. Ja. Sally, möchtest du damit sagen, deine Viewer hätten keinen Vorstellungsvermögen. War gar nicht so schlecht. Oh. War gar nicht so schlecht, doch. War gut. War gut. Das war... Wünsche euch einen schönen Wochenstart. Viel Spaß auf der Gamescom oder zu Hause oder sonst wo.
Danke an alle und tschö mit Ö. Von mir auch. Bitte danke und bis in 2 Wochen. Das war aber kurz. Ja, was soll ich heute großartig? Sebi, du hast. Das war aber kurz. Du kannst gerade sehr viele Menschen für dich begeistern. Ne? Du bist in der Woche da. Du kannst in dieser Woche völlig glänzen. Und dann so nochmal. The Return to the Leech King. Sebi, gib dir jetzt mal einmal Mühe und überzeuge die Menschen, dass sie bei dir nächste Woche vorbeigucken. Soll ich ihnen sagen, ich stream halt, Mann. Und das wird sehr witzig. My Summer Car hat einen neuen Patch bekommen, habe ich gesehen. Und Dizzy kann ihn nicht spielen, weil er auf der Gamescom ist. Jede Menge Leute können nicht streamen, weil sie auf der Gamescom sind. Ratet mal, wer nicht auf der Gamescom ist und streamen wird. Hey. Ich hätte jetzt gerne das Lich King-Theme im Hintergrund von WoW. Und ich habe Item Level 316, vielleicht zocken wir auch mal WoW. Alles klar. Reicht? War schon besser. Sehr gut. War gut. Hat mir gefallen. Ja, ja, ich guck bestimmt mal bei dir rein. Wie war dein Link nochmal? ich poste in den Chat. Da. Das wäre super nett von dir. Vielleicht können wir dir. Oh ja, das ist. Da muss ich gleich mal followen. Ja. Abonnieren auch gleich. Ja. 24,99. Ja. Und dann noch folgen. Jawohl. Und 124er raushauen. Super, geil, dann haben wir das auch gemacht. Klasse, ich bin vorbereitet. Alles klar. Wunderbar. Na dann, nochmal winken wir die Kamera. Tschüss. Tschüss. Tschüss.